nochmal eine sehr, 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 sehr wichtige Ansage. Für alle wird die früher oder später wichtig. Wir haben nicht nur diese eine Toilette hier. Wir haben, wenn man runterfährt, in minus 1 Patricia, richtig? Noch ein paar Toiletten. Also bevor jemand hier zu lange vor der Tür stehen muss, gehen Sie in den Aufzug, fahren Sie auf minus 1 runter, da sind mehrere Toiletten. Minus 1 rechts herum durch die Glastür. Rechts herum. Danke. Gut, ja, vielen Dank. Ich hoffe, die Pause hat gut getan. Wir werden jetzt nochmal bis circa 13 Uhr, vielleicht ein bisschen länger, weil wir ja was abgeknappt haben jetzt von der Zeit, den nächsten Vortrag hören. Der nächste, naja, ein Vortrag wird es nicht werden bei euch beiden. Nein, es wird kein Vortrag. Nein. Wird ich habe schon angedeutet, es waren so viele Steilvorlagen von der Frau Professor Sachmann, nicht nur für euch beide, sondern auch später für die Vorträge. Ich habe festgestellt, wir haben eine sehr gute Reihenfolge, wir haben Vorträge, wo einer in den anderen reingreift. Und Sie werden sehen, es ist nicht ein Weg, der zum Ziel führt, sondern man muss über wirklich ganz verschiedene Dinge nachdenken. Und ein Teil davon ist Agile und ein Teil davon ist das, was Katharina Meiler und Carsten Knechtel uns jetzt erzählen werden. Carsten hat vor wie vielen Jahren, Carsten? 20. Vor 20 Jahren die Process Consulting gegründet. Wir haben uns kennengelernt vor ungefähr 15 Jahren und haben uns dank Facebook vor einem Jahr wiedergefunden und uns getroffen. Und ich habe gefragt, Carsten, was machst du denn so? Und Carsten sagt, ja, ich mache immer noch Unternehmensberatung, immer noch für die großen, überwiegend Energieunternehmen in Deutschland. Aber ich mache jetzt auch HR. Ich habe gesagt, das hört sich interessant an, da habe ich mich kürzlich erst damit beschäftigt. Erzähl mal mehr, wir sind Mittagessen gegangen, er hat mehr erzählt und mir ist aufgefallen, dass das, was wir tun und das, was ihr tut, zumindest mit unserem Verständnis von dem, was wir tun, sehr, sehr gut zusammenpasst. Und was das ist, das werdet ihr uns jetzt ohne Mikro erzählen, was ich sehr gut verstehen kann, weil es nervt. Genau. Und es geht auch ohne, weil wenn alle so ruhig sind wie eben bei Frau Professor Sachmann, dann wird man euch auch in den letzten Reihen noch. Vielen Dank und viel Spaß. Danke. Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung, die wir bekommen haben. Vielen Dank für den Vortrag von der Frau Professor Sachmann. Und an vielen Punkten des Vortrags mussten wir uns schon mal anschauen und haben festgestellt, dass die Methode, die wir Ihnen oder das Thema, was wir Ihnen vorstellen wollen, eben in vielen Punkten basiert auf den Werten, auf den Themen, die die Frau Professor Sachmann vorgestellt hat. Wir haben uns entschieden, dass wir nicht zum Anfang eine Unternehmenspräsentation Ihnen bringen, weil wir eigentlich gar nicht so viel Werbung und wie so zum Unternehmen machen wollen. Sie sollten am Ende nur eins mitnehmen. Was wir tun, tun wir mit Begeisterung. Und wir haben das in unsere Vision aufgenommen. Die heißt also mit Begeisterung beraten, Ziele zusammen mit den Kunden entwickeln. Verwirklichen. So. Die ist noch mit ganz neu, die Vision. Genau, zusammen mit den Kunden verwirklichen. Aber das Wichtige, was eigentlich ist, ist mit Begeisterung zu tun. Genau. Jetzt kommen wir mit dem Thema agile Unternehmensführung. Da werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, heutzutage ist ja alles agil. Ja, also irgendwie, wenn man irgendwas Modernes machen will, dann soll es immer agil sein. Und irgendwie nervt uns dieses Thema schon. Wir haben trotzdem diesen Titel gewählt und wir sind trotzdem mit dieser Methodik unterwegs, weil wir einfach glauben, es ist ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Weitsicht. Der Jürgen hat das ja heute Morgen angesprochen. Und wir glauben einfach, wenn man Dinge ändern will, das ist nach dem alten Spruch, die Treppe wird von oben gekehrt, man muss oben anfangen. Und agile Unternehmensführung ist viel mehr als nur von oben anfangen. Aber was es ist, das wollen wir Ihnen etwas erläutern und auch sehr pragmatisch, also aus der Praxis, was wir einfach erlebt haben, als wir die Methode entwickelt haben. Vor allen Dingen noch wichtiger, als wir sie dann vor mehreren Jahren begonnen haben einzuführen, wie das gelaufen ist. Zuerst
habe ich aber eine Frage. Es wurde ja so als Workshop angekündigt und jetzt ist es ein bisschen schwierig. Wir sind irgendwie doch ein paar mehr als 10 Personen, dass wir das so als Workshop hinbekommen. Aber wir machen so ein kleines bisschen Improvisationstheater. Sie sagen einfach, was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Strategie hören? Und es ist alles erlaubt, ja? Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Strategie hören? Mittelfristig. Mittelfristig. Milestone. Ziele. Ziele. Methoden, Wege. Jetzt ein anderes Wort für nicht-profitabel. Endlich mal genau das. Ja, auch negative Dinge gerne. Ja, ja. Sorry. Taktik. Vision. Fällt Ihnen auch so emotional irgendwas ist. Ein, wenn Sie so Strategie, wenn es so heißt, oh, wir gehen jetzt irgendwie 2 Tage auf Strategie-Workshop, was fällt Ihnen da so, was geht Ihnen da so, nicht schon wieder? Chaos, ja. Wichtig, ja, wichtig auf jeden Fall. Richtung. Endlos-Meetings. Realitätsfremd. Suchend. Nicht wissen, Neustart. Welchen Berater haben Sie jetzt wieder erwischt? Ja, okay. Welchen Berater haben Sie jetzt wieder erwischt? Realitätsfern. Realitätsfern haben wir schon? Das hatten wir schon, ja. Ja, okay. Gut. Sorry? Ja. Entscheidungshilfe. Entscheidungshilfe? Abstrakt. Ja. Für wie lange diesmal? Wie bitte? Angst. Super. Also sehr gut. Ich habe vieles gehört. Ich habe nicht das Wort Spaß gehört. Ja. Und jetzt haben wir von der Frau Professor Sackmann gehört, es muss auch Spaß machen irgendwie. Und ganz offen vor dieser Herausforderung standen wir aus verschiedenen Situationen heraus. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren übernehmen dürfen einen Aufsichtsratsvorsitz von einer Softwarefirma. Und wie man ja als Aufsichtsrat dann dort so ist, dann geht es immer um Strategie. Und die trugen natürlich in der Aufsichtsratssitzung, trug der Vorstand auch immer etwas vor. Und die waren dann immer froh, wenn wir auf die nächsten Agendas die Strategie dann so nicht mit drauf hatten. Aber wenn sie drauf war, dann merkten wir irgendwie das, und man hat die alten Unterlagen geholt, das, was mal irgendwie festgelegt wurde und das, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, das waren oftmals mehrere Paar Schuhe. Das heißt nicht immer, dass es sich schlecht entwickelt hat, aber es war unterschiedlich. Dann kam das Jahr 2010 und denen passierte, ist so ein Softwareunternehmen, 350 Mitarbeiter, denen passierte Folgendes. Sie hatten plötzlich einen Ausfall kurzfristig und sehr gleichzeitig von 2 großen Kunden. Die kamen also in eine Schieflage dabei. Und wenn man sich die Strategie angeschaut hat, dann hieß es schon Jahre davor, wir müssen diversifizieren bei den Kunden, wir müssen uns breiter aufstellen, wir müssen, es gab bestimmte Prozentanteile für Umsätze, wurde aber, um ehrlich zu sein, nie so richtig umgesetzt. Und als wir im Jahr 2010 dann vor der Herausforderung standen, werden die Banken genug Geld geben, damit dieses Loch gestoppt werden kann, oder wird dieses Unternehmen mit 350 Mitarbeitern in die Insolvenz gehen? Da haben wir die Insolvenz abwenden können, aber das viel Wichtigere für uns war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir dürfen in so eine Situation nicht wiederkommen. Also es darf nicht passieren, dass wir zwar die richtigen Ideen haben, wo sich das Unternehmen hin entwickeln soll, aber dass wir eigentlich dann in der Praxis doch deutlich andere Dinge tun. Und das war einer der Aufsetzpunkte, als ich sag mal, zurückziehend aus der Position rein Aufsichtsrat, sondern auch als Gesellschafter einer Beratung, wo ich mich gefragt habe, in so einer Situation erleben wir ja mehrere Kunden. Was können wir eigentlich tun? Und letzten Endes ist das genau der Aufsatzpunkt auch gewesen. Es ist ja nicht nur die Saxonia Systems, wo wir eben auch tätig sind, wo der Carsten eben auch der Aufsichtsratsvorsitzende ist, sondern eben auch andere Unternehmen, wo wir eben seit vielen Jahren auch strategische Themen dort verwirklichen wollen. Und das ist ja auch ein Thema, das hast du ja auch gerade gesagt, aus unserer Vision. Wir wollen ganz gerne die Themen auch umsetzen. Wir wollen eben nicht nur
da hängen bleiben, wo viele Strategien, und wenn Sie mal so an Ihre eigenen Strategien bei sich im Unternehmen denken, an das eigene Unternehmen vielleicht sogar, wo es hingehen soll, wir wollen nicht da hängen bleiben, wo viele dieser Themen auch sind, nämlich in der Schublade, wo einmal im Jahr, vielleicht maximal zweimal im Jahr miteinander besprochen wird, vielleicht auch in ähnlichen Räumen, wie wir hier sind. Das wird ja meistens auch so gemacht, dass man mal ein Off-Meeting macht zusammen im Führungskreis, wo viele dieser Themen eben da hängen bleiben, was an solchen Wochenenden, was an solchen einzelnen Tagen tatsächlich auch da mit Weitblick miteinander besprochen wird, sondern wo sie häufig, und das finden wir sehr schade, weil wir ganz gerne eben auch in die Umsetzung gehen wollen, mit unseren Kunden zusammen, aber auch bei uns, wo sie eben häufig in der Schublade landen, in langen, langen Maßnahmenlisten. Ich denke mal, das kennt jeder von Ihnen. Man kennt es entweder aus der Rolle heraus, dass man sich selber eben in der Verantwortung fühlt, diese langen Listen erzeugen zu wollen und zu müssen. Und zum anderen sicherlich vielleicht auch als Mitarbeiter, der ein oder andere von Ihnen, der eine dieser Maßnahmenblöcke irgendwann auch mal abbekommen hat. Und wo es dann geheißen hat, ja, Herr, Frau Meier-Müller, Sie haben jetzt das To-Do mit einer Gruppe von Leuten im Unternehmen. Und da haben wir auch vorher gehört, dass es da auch unterschiedliche Wege gibt, sowas zu organisieren. Auch heute natürlich in Innovationsgruppen man unterwegs ist, man in agilen Teams unterwegs ist. Aber man ist trotzdem irgendwie immer an diesem Punkt, wo man so eine Maßnahme abbekommt, wo man ein Thema abbekommt, was dann neben der Arbeit, also neben dem operativen Alltagsgeschäft, strategisch entwickelt werden soll. Und häufig, und das ist so unsere Erfahrung, häufig funktioniert das einfach nicht. Und das ist auch etwas, was ich selber auch in den Projekten festgestellt habe, und wo wir gesagt haben, irgendwie kann es das nicht sein, wir brauchen doch irgendwie mal ein Mittel zum Zweck, etwas, was in der neuen Arbeitswelt, also in dem, was die Frau Professor Dr. Sackmann vorher auch vorgestellt hat, aber auch tatsächlich nicht nur in dieser neuen Arbeitswelt, sondern insgesamt einfach etwas ist, was uns hilft, eine Methode, ich traue es mich fast nicht zu sagen, also ein Rahmen, ein Regelwerk vielleicht zu sein, wo wir uns selber reglementieren und etwas haben, was uns dann wirklich hilft, diese Dinge, diese langen Maßnahmenlisten, ob jetzt in einem agilen Team oder in einem klassischen Ansatz tatsächlich umzusetzen. Das waren eigentlich die zwei Aufsatzpunkte, die sich so über verschiedene Jahre bei uns entwickelt haben und wo wir dann auch gesagt haben, so ein bisschen selbstkritisch auch, jetzt sind wir natürlich Unternehmensberater, die ganz gerne mal Methoden natürlich von per se bei Unternehmen einführen, wo wir gesagt haben, ganz ehrlich, das, was wir da so die letzten Jahre gemacht haben, also wir behaupten jetzt mal, das haben wir vielleicht nicht schlecht gemacht im Miteinander, aber vielleicht haben wir es noch nicht geschafft, dass wir tatsächlich etwas haben, wo wir unserem Kunden so einen langfristigen Wert bieten können, auch miteinander einen langfristigen Wert haben, der dann auch miteinander umgesetzt wird. Deswegen war das für uns ein Thema, dass wir uns damit beschäftigen, wie kriegen wir denn diese strategischen Themen, also eine agile Unternehmensführung letzten Endes, eine Unternehmensführung, die aus unserer Sicht etwas ist, was langfristig ist, was kontinuierlich sein muss, wie kriegen wir sowas tatsächlich umgesetzt und wie könnte denn da ein Weg dazu sein? Vielleicht mal ein ganz kurzer Ausschwenk, weil ich gerade schon gesehen habe, dass die Ersten die Meerjungfrau hier sehen. Das ist auch ein Thema. Das war selbst bei uns im Unternehmen ein Thema. Wir hatten vorher auch keine so bunten Folien. Wir waren so ein bisschen klassischer unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Und irgendwann haben wir gesagt, ganz ehrlich, das, was wir tun, das müssen wir auch viel mehr in Bilder fassen. Wir müssen das, wie wir sind. Und ich glaube oder hoffe, dass das die Art, ich greife da so ein bisschen den Punkt auf von Ihnen, Frau Professor Sackmann, wie wir versuchen, Themen mit dem Kunden umzusetzen, dass wir das eben auch in die Bilder bekommen, dass nicht nur die Bilder hier stehen und wir ganz anders sind. Aber das ist nur so ein kleiner Ausschwenk. Also insofern, warum ist das Thema ein Thema? Es ist auch aus einem anderen Grunde ein Thema, weil es eben nicht nur darum geht, dass in der Vergangenheit bestimmte Dinge nicht so gut funktioniert haben, klassischerweise in der Strategie, Entwicklung und Umsetzung, sondern weil wir aufgrund der Dinge, die in dem ersten Vortrag gerade ganz gut zusammengefasst wurden, auch einfach in einer anderen Welt sind. Da greife ich einfach nochmal diesen Punkt auf. Sie haben ja bestimmt alle dieses Bild irgendwo die letzten, ich würde mal sagen, sehr verstärkt 2 Jahre in der Presse gesehen, wo man Vorstände auf großen Aufsichtsratssitzungen mit Turnschuhen gesehen hat. Dieses Bild greift natürlich der Knechtle heute auch auf mit seinen Turnschuhen. aber das ist letzten Endes, das ist so ein bisschen das Bild, was uns geprägt hat und wo man sich natürlich fragen kann, warum ist denn eigentlich in letzter Zeit die Kleiderordnung von Vorständen, Geschäftsführern großer Konzerne das Thema? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, es gab tatsächlich von der Allianz gab es ein Bild von der Aufsichtsratssitzung, es gab von, haben Sie vorher auch gesagt, von Daimler-Benz gab es ein Bild, wo dann auch groß verrissen wurde, muss es das jetzt sein, ist das der Vorstand der Zukunft?
Es gibt aus unserer Sicht zwei Antworten. Nummer eins, warum ist es ein Thema? Weil sie es immer schon war, weil natürlich Führungs- und Leitbilder diejenigen sind, über die man spricht. Auch Frau Merkel ist in ihrer Art und Weise, wie sie die Hände hält, natürlich präsent ein Thema. Also es ist etwas, wo man einfach drüber schreibt. Und zum Zweiten, und ich denke, das ist schon etwas, was uns gerade prägt, weil Turnschuhe einfach ein Zeichen der Veränderung aktuell sind. Dieses Thema der Turnschuhe, der Kleiderordnung, wie sie anders ist in den Konzernen, wie sich Dinge entwickeln, ist etwas, was viele der Geschäftsführervorstände nach außen kehren aktuell. Die Frage dabei ist tatsächlich, wenn wir nochmal an die Geschichte von gerade denken, mit der Strategie und dem, was sich vielleicht in den Unternehmen verändern kann und sollte, ob denn die Turnschuhe tatsächlich alleine reichen, um die Maßnahmenlisten, die wir in der Schublade haben und die wir umsetzen müssen und wollen, gemeinsam tatsächlich durchzubekommen in den Unternehmen. Warum machen es Vorstände? Weil sie sich häufig, und das ist auch unsere Erfahrung, an Start-up-Kulturen ausrichten, weil man so ein bisschen nach außen schaut, weil man auf die Googles dieser Welt schaut, weil man sagt, wir müssen innovativer werden, wir müssen bunter werden. Auch das, wie, ich sag mal, der klassische Sitzsack ist natürlich auch das, was gerade in den Unternehmen immer mehr Einzug hält. Alles, was optisch irgendwo nach außen gekehrt ist. Aus unserer Sicht ist es sicherlich etwas, was einer der wesentlichen Kriterien ist, um so ein Umfeld auch zu schaffen. Aber das ist es eben nicht alleine. Es ist auch ein wesentlicher Anteil dessen, wie man zusammenarbeitet. Und warum muss ich anders zusammenarbeiten? Und jetzt kommen wir so ein bisschen, ohne belehren zu wirken, nur dass wir mal so miteinander ganz kurz überlegen, was passiert denn gerade? Was passiert denn nicht nur in der Arbeitswelt, das war das, wo wir jetzt gerade waren, sondern was passiert denn auch in den Märkten nach außen? Da haben wir tatsächlich auch das nächste Buzzword, das Thema Digitalisierung, wo wir uns den Märkten gegenüber und vor allem halt dann auch die Vorstände, Führungskräfte dieser Welt, einem Thema widmen müssen, was sie gerade überrollt. Aus unserer Sicht ist es nichts Neues. Also es ist nichts, wo wir sagen müssen, die Digitalisierung ist erst seit letztem Jahr da. Nee, das absolut nicht. Das ist etwas, was einfach nur plötzlich, und das merken wir auch bei uns in den Projekten, bei uns im Unternehmen sogar, was nur in einer Welle jetzt plötzlich über die Mitarbeiter, über uns, über die einzelnen Themen hinwegrollt, was per se als Konglomerat so schnell und so viel ist, wo man sich dann doch mal damit beschäftigen muss. Die Inhalte aus unserer sind eigentlich die gleichen, die wir vorher hatten. Aber was passiert da? Wir haben zum einen mal das Thema der Geschäftsmodelle. Das war auch immer schon so, aber jetzt ist es einfach noch mal präsenter. Die Digitalisierung stellt natürlich das Geschäftsmodell per se in den Fokus. Der Kunde ist plötzlich, so wie er in den agilen Methoden, im Scrum, wenn Sie das vielleicht schon gehört haben, IT kommt aus der IT, was letzten Endes den Kunden in den Mittelpunkt gestellt hat. Jetzt fragt man sich natürlich als Teil eines Unternehmens, als beratendes Unternehmen, naja gut, das ist doch das eigentlich, wo wir sowieso den Wirtschaftszweck dabei hatten. Der Kunde ist eigentlich das, wem wir unsere Produkte verkaufen wollen, wem wir unsere Leistung verkaufen wollen, aber es ist etwas, wo so ein bisschen der Aha-Effekt in vielen Branchen jetzt reingekommen ist, naja, vielleicht machen wir die Dinge nicht nur für uns selber und entwickeln Produkte für uns, weil wir sie toll und schick finden, sondern vielleicht müssen wir mal überlegen, was der Kunde denn eigentlich will. Also insofern, das ist so einer der Faktoren, der gerade präsent ist und der sicherlich aufgrund der Digitalisierung mehr ins Zentrum gerückt ist. Damit müssen sich natürlich die vorher beschriebenen Turnschuhvorstände auch beschäftigen. Wir haben zum Zweiten das Thema, dass wir in den Kundenbeziehungen neue Wege beschreiten. Dass wir mutiger sind, das Wort Mut habe ich vorher auch gehört, dass wir mutiger sein dürfen vielleicht, um zu sagen, Mensch, vielleicht denken wir mal um die Ecke und überlegen mal, wenn wir wissen, was der Kunde denn tatsächlich, oder wenn wir überlegen, was der Kunde wirklich will, ob wir denn vielleicht auch in der Kundeninteraktion irgendwas anders machen können. Natürlich werden da, schaut man da sehr stark auch immer auf die sehr kundenzentrierten Unternehmen, auf diejenigen, die tatsächlich erfolgreich waren. Aber es ist auch nochmal etwas, wo wir gelernt haben, es ist eine Methode, um wirklich nochmal zu sagen, wo führt uns eigentlich der Weg hin? Wie können wir dem Kunden gegenüber auch tatsächlich unsere Leistung bestmöglich verkaufen? Zum Dritten haben wir natürlich auch aufgrund der Digitalisierung, die Märkte aktuell bewegt, auch andere Anforderungen an die Ressourcen. Wer sind die Ressourcen? Hauptsächlich natürlich die Mitarbeiter. Das haben wir auch gerade vorher gehört. Was bewegt den Mitarbeiter von heute? Was ist anders in der Kultur? Welche Möglichkeiten hat der Mitarbeiter heute? Das ist auch etwas, wo sich der Vorstand mit Turnschuhen heute als Thema befassen muss. Und zum Vierten haben wir das Thema Digitalisierung verändert Markt und Anbieter. Wir haben aufgrund der Möglichkeiten, die wir heute haben, die nicht nur auf die Arbeitswelt wirken, sondern die natürlich auch auf das Unternehmen wirken,
denken, immer mehr das Thema, dass sich Unternehmen nicht für sich selber gestalten, sondern dass man immer mehr offener wird, immer mehr mit Partnern arbeitet und aufgrund dessen natürlich, das bedingt sich hier, eine sehr, sehr kleinteilige, aber ehrlich gesagt auch sehr komplexe Welt bekommt. Wenn man sich dieses Bild jetzt mal anschaut, nur mal als vier Hauptfaktoren, die aktuell da sind und die die Strategie des Unternehmens beeinflussen, dann muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn man Vorstand eines großen DAX-Konzerns ist, Vorstand eines kleinen Unternehmens auch ist, das ist einfach wahnsinnig viel und wahnsinnig komplex, wo man sich mit beschäftigen muss. Und es kann eigentlich per se gar nicht anders sein, als dass man versucht, in dieser Welt für sich eine Methode, einen Weg zu finden, der Zusammenarbeit, wo man sehr, sehr stark versucht, mit seinen Leuten, mit den Mitarbeitern, die man hat, mit den Kräften, die im Unternehmen wirken, zusammenzuarbeiten und eben nicht alleine die Strategie in die Schublade zu schieben oder eine strategische Initiative zu versuchen, nur im Führungsteam zu organisieren, sondern wo man eigentlich das ganze Unternehmen braucht, weil das einfach viel zu viel ist und viel zu komplex ist, was wir hier haben. Ich will auf der nächsten Folie gar nicht so stark auf die Inhalte eingehen, weil Sie das vorher, Frau Professor Sackmann, so schön eigentlich schon aufgeführt oder ausgeführt haben. Aber wenn man nochmal von der Überschrift schaut, das eine ist das, was die Märkte bewegt und was uns dann natürlich als Führungskräfte bewegt. Das andere ist aber das, was findet denn aktuell statt. Ich klicke das jetzt einfach mal alles komplett auf, dann sehen wir nämlich, wo wir hinwollen. Dadurch, dass wir tatsächlich in der strategischen Ausrichtung einen Switch haben, und das soll so ein bisschen dieses Bild sein, von den klassischen Schuhen zum Turnschuh, also quasi von der früheren Arbeitswelt zu der neuen Arbeitswelt, haben wir drei Themen, die hier passieren und die dann am Ende auch unsere Strategie beeinflussen. Wir haben zum einen mal dieses Thema weg von der reinen Unternehmens nach intern positionierten Sicht hin zu diesem klassischen Open Industry Ansatz, wo wir sagen, wir brauchen auch das Know-how anderer Unternehmen, um für uns besser zu werden. Wir haben damit natürlich auch das Thema weg von der Marktpositionierung hin zum Customer Touchpoint. Also es geht nicht mehr darum, nur zu sagen, ich bin der Beste in einer Branche, sondern es geht darum zu sagen, wie bin ich der Beste, um dem Kunden gegenüber zu agieren. Wir haben zum Zweiten die ganzen Themen der Arbeitsweise, die wir vorher gehört haben. Und alle diese Dinge führen, da muss ich vielleicht einen Punkt dazu sagen, ich war total froh, dass Sie gesagt haben, Sie mögen die Work-Life-Balance nicht, weil das nämlich auch etwas ist, was wir überhaupt nicht mögen. Wir haben hier genau das gleiche Wort stehen, nämlich die Life-Balance. Diese Dinge führen am Ende des Tages dazu, dass wir in der Sichtweise, und die Sichtweise ist ja das, was man im Unternehmen hat, um die Strategie zu beeinflussen, eine gewisse Veränderung hat von der klassischen langfristigen, sehr perfekten Art und Weise, wie eine Strategie formuliert werden muss, sehr perfekten, mit einer sehr, sehr langen Analyse formulierten Strategie, die man hat, hin zu einer nicht ausschließlich, aber tendenziell eher kurzfristigen Sicht, die es einfach braucht, hin zu mehr Experimenten, die es braucht, hin zu mehr Fehlerkultur, die es braucht, was aber dann im Umkehrschluss, und das ist das Thema dann, in vielen Unternehmen, die wir kennengelernt haben, heute einfach noch nicht abgebildet ist. Wenn ich nochmal zurückgehe, diese Worte kurzfristig, Experimente, Risiken, Mut, Iteration und Agilität, das könnten Übersetzungen dafür sein, was eine agile Unternehmensführung ausmacht. Genau. Jetzt haben wir oft das Argument, wenn wir dann eben zur Strategie kommen, wie kann Strategie agil sein? Also das sind ja zwei Worte, die sich irgendwie ausschließen. Das eine muss eigentlich bei Strategie, denkt man, die nächsten 5 oder 10 Jahre. Bei agil denkt man, ja, das ist jetzt so für die nächsten Monate. Und am Ende des Tages ist es genau die Synthese, die es ausmacht. Natürlich brauche ich Werte einmal, aber zum anderen brauche ich auch bestimmte Leitplanken. Aber ich muss einfach in meiner Strategie immer auch die Möglichkeit haben, mich den neuen Gegebenheiten des Marktes, der eben einfach volatiler ist, als er vor 10 oder 20 Jahren war, der Markt, darauf auch Einfluss zu nehmen und die Umsetzung dieser Themen auch entsprechend voranzutreiben. Insofern ist das Thema, dass eigentlich und das meint dann vor allen Dingen agil, dass die Strategie eigentlich auch und die Strategiefindung auch ein kontinuierlicher Prozess sein muss. Nochmal gesagt, es heißt nicht, dass man jeden Tag eine andere Strategie folgt, aber das heißt, dass man schon sich unter der Zeit immer wieder anschauen muss, liegen wir damit noch richtig? Hat sich der Markt verändert, dass wir eigentlich umsteuern müssen an der Stelle, ohne dass wir dann sagen müssen, das ist jetzt gegen unsere Strategie, die eigentlich die nächsten 5 oder 10 Jahre halten sollte.
und trotzdem eben immer wieder die Leitplanken zu haben und zu sagen, es ist nicht beliebig, was wir machen. Es ist agile Unternehmensführung, ist kein Aktionismus. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die Treppe wird von oben gekehrt. Das heißt, die Veränderung fängt von oben an. Und auch um noch mal was zu den Turnschuhen zu sagen, ich bin ganz offen, bei den Kunden habe ich keine Turnschuhe an. Aber es kann ja nur ein Sinnbild sein, es kann ja nur ein optischer Auslöser sein. Und wenn Herr Zetsche in Turnschuhen kommt, dann ist das wahrscheinlich weniger ein modisches Statement, als vielmehr, dass er sagt, wir müssen hier was ändern im Unternehmen und wir sind halt unwahrscheinlich optische Menschen und wir können uns eher daran erinnern, dass der Turnschuh anhatte, als an die wichtigsten Worte, die er vielleicht bei irgendeiner Rede gesagt hat. Ja, und deshalb, also das einfach dazu gesagt, der Turnschuh ändert überhaupt nichts. Ansonsten, er ist einfach ein Impulsgeber. Sieht man das richtig? Oder? Ja. Im Grunde genommen geht es dabei darum, dass Frau Meiler hat es vorneweg auch gesagt und wir haben es heute ja auch schon gehört. Wir sind ja immer im Mitarbeiter- und Personalumfeld. Trotzdem muss dieser Impuls auch für diese Veränderung von oben kommen. Aber das Wichtige ist dann eigentlich, es muss die ganze Organisation erfassen. Und ich hatte eingangs von dem Softwareunternehmen, also Frau Meiler hatte dann den Namen auch gesagt, was auch völlig okay ist, Saxonia Systems AG gesprochen gehabt. Und da war es auch so, der Impuls, der musste im Grunde genommen von der Führung kommen. Und als wir dort eben 2010 vor dem Thema standen, wie schaffen wir es, dass dieses Unternehmen nicht wieder in so eine Situation kommt, da war einfach der Punkt, dass wir uns angeschaut haben, also auch wir als Process Consulting angeschaut haben, was kann man eigentlich tun, wie kann man das umsetzen. Und das Witzige ist, wir haben nicht nur national geschaut, wir haben international nach Firmen, die besonders gut funktionieren, die anders geführt werden, haben wir uns angeschaut. Und dann ist oft das Naheliegende eigentlich das Interessante. Und ich hatte es gesagt, es ist ein Softwareunternehmen, die hatten schon diverse Projekte und machen auch heute diverse Projekte nach Scrum. Und als wir uns die Methode angeschaut haben, haben wir festgestellt, es ist eine Methode, das ist jetzt nicht alles lösend, aber es sind gute Ansatzpunkte dabei, wie man in einer hohen Komplexität, und die haben wir nun mal, die werden wir auch nicht einfach wegdenken können, wie man in einer hohen Komplexität trotzdem eine Steuerung hinbekommt, die sehr zielorientiert ist. Und deshalb war dieses Scrum auch mal der Ausgangspunkt, als wir die Methodik entwickelt haben, wo wir gesagt haben, da sind Werte dabei, da sind bestimmte Methoden dabei, die sich auch ohne weiteres auf das Management umsetzen lassen und die eine viel größere Chance geben, die entsprechenden Ziele zu erreichen. Denn auch im Projektmanagement hatte man es ja vorneweg erlebt, dass die Projekte immer komplexer wurden und man im Grunde genommen nicht alles damit löst, das ist wie mit jeder Methode, aber dass man auf alle Fälle viele von den Problemen, die man bei Wasserfallmethoden im Projektmanagement hatte, mit Agilität lösen konnte. Und insofern war einfach der Punkt, wir haben mit den ersten Dingen begonnen und das ist auch das ganz Wichtige, was wir Ihnen auch vorstellen werden, das ist kein Dogma, das ist ein Ansatz und der Ansatz lebt davon, dass er immer weiterentwickelt wird. Also es ist nicht ein Regelwerk, wo man sagt, wir setzen am Anfang diese 10 Regeln in Kraft und die gelten jetzt die nächsten 10 Jahre, sondern es sind auch dort wieder bestimmte Leitplanken, wo ich sage, das sind meine Werte, dementsprechend will ich handeln. Und dann habe ich immer wieder die Chance während der Zeit, und wir werden das gleich vorstellen, während der Zeit anzupassen und zu sagen, was funktioniert hier im Unternehmen, was funktioniert auch nicht, womit habe ich Erfolg, was ist im Grunde genommen ein Beiwerk, was überhaupt nichts nützt. Und insofern, ich bin da immer so ein bisschen unsicher auf der linken Seite. Klickst einfach durch. Ja. Ach so. Nee. Ich meinte, ob man das sieht auf der... Nee. Komisch, nee. Ja, und wie sieht man es nicht? Ich gehe einfach auf die nächste Seite. Ja, ja. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann. Jetzt kennen Sie alle den klassischen Strategieprozess und damit beginnt die agile Unternehmensführung mit dem Thema Strategie. Und der klassische Strategieprozess sagt einfach, der war auf der Seite davor, ich erkläre es Ihnen ganz kurz, der sagt ja letztlich, ich mache eine Analyse, ich setze mir dann darauf eine Strategie, definiere ich und die setze ich dann irgendwie um. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen, Frau Meiler hat es vorhin schon geschildert.
Natürlich muss ich, wenn ich agile Unternehmensführung mache und agile Strategieumsetzung mache, muss ich auch erstmal mit einer Analyse beginnen. Da ist aber wichtig, und das ist auch eine Übernahme des Werts aus der Agilität, wir erleben oft bei der Strategie Paralyse durch Analyse. Ja, also wir lieber noch 5 Marktstudien und so weiter und so fort und lieber noch 3 Monate gewartet, bis man die Ziele definiert, aber man hat alles wirklich berücksichtigt. Also unser deutscher Perfektionismus oder im deutschsprachigen Raum, der ist da unheimlich hoch und lieber haben wir erstmal kein Ergebnis, als dass es ein falsches sein könnte. Und auch da haben wir einen Wert übernommen aus der Agilität, die man beim Projektmanagement macht, dass man sagt, lieber, und ich nenne jetzt mal eine Zahl, manche sagen 60, manche sagen 80%, lieber 60% heute als 100% irgendwann. Und das Interessante ist, und wir können das wirklich, die Dinge, die wir Ihnen hier erzählen, das sind empirische Erkenntnisse. Wir haben also auch diese Thematik, wir haben sie in der Zwischenzeit bei diversen Unternehmen eingeführt und wir stellen es immer wieder fest. Viele haben erstmal den Eindruck, ja, eine Strategie, die muss, also nach monatelanger Analyse kann die eigentlich erst feststellen und man stellt fest, wenn man es praktisch sich anschaut, dass das, was man meinetwegen nach einer Woche entwickelt hat, sich gar nicht dramatisch zu dem ändert, wenn ich mir noch ein halbes Jahr Zeit gebe. Es ist eher dieses Sicherheitsdenken, dass ich sage, ich will auch noch das letzte Ziel ganz genau definiert haben. Und wir sagen einfach, lieber zu 80%, weil wir schauen uns während des Prozesses die Strategie auch immer wieder an und wir können auch noch nachjustieren. Heißt nicht, dass wir sie dauernd ändern. Das sage ich extra immer wieder dazu. Das heißt, ganz am Anfang steht die Strategie nach der Analyse und da kommt schon ein wichtiger Punkt und wir haben die Werte hier mal nicht vorangestellt, aber ein Punkt ist das Thema Transparenz. Das heißt also, die Strategie, die wir mit einem Unternehmen entwickeln, die muss am Ende so auch aufbereitbar sein, dass sie auf ein A4-Blatt passt. Warum muss die jetzt auf ein A4-Blatt passen? Das hat 2 Gründe. Zum einen soll dieses Dokument überall sichtbar sein. Und zum anderen, ich muss es so einfach schreiben, dass es für jeden verständlich ist. Das heißt, Transparenz im Unternehmen zu schaffen und nicht irgendwie so ein 30-seitiges Papier oder noch mehr, was ich in irgendwelchen Schubladen für irgendwelche Aufsichtsräte oder wie auch immer habe, sondern jeder im Unternehmen soll verstehen, wo steuert dieses Unternehmen hin. Und das ist wirklich ganz einfach gemacht. Bei uns zum Beispiel im Unternehmen, wir arbeiten natürlich auch nach diesem Prozess, bei uns im Unternehmen hängt das einfach als Papier an den Wänden in den Büros, die wir haben. Aber wenn wir jetzt zu DAX-Unternehmen kommen, die haben dann natürlich riesen Bildschirme, wo die Dinge entsprechend drauf zu sehen sind. Aber das Wichtige ist, jeder kann es sehen und wir kommen später auch nochmal dazu, jeder kann auch Fragen stellen dazu. Warum das und warum nicht anders? Das heißt, die Strategy Map ist am Ende ein A4-Blatt. Das können Sie einfach so im Kopf behalten. Und dann geht im Grunde genommen, wenn die Strategy Map steht, dann geht es darum, und Frau Meiler wird nachher noch ein bisschen erzählen, wie organisiert man das, dann geht es im Grunde genommen darum, zu definieren für den ersten Business Sprint, so nennen wir das wirklich, der ist anders als in der Softwareentwicklung, da ist so ein Sprint immer so 14 Tage, das passt natürlich nicht zu einer Managementmethode, sondern wir haben es im Normalfall zwischen 3 und 4 Monaten Abstand, dass es so einen Business Sprint gibt. Und für diesen Business Sprint definiere ich einfach von meiner Strategie, was sind im Moment die am höchsten priorisierten Ziele. Achtung, nächster Wert bei der agilen Unternehmensführung, Priorisierung. Alle kennen wahrscheinlich, oder fast alle kennen Oliver Kahn, der hat mal was Schönes gesagt, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Und soll heißen, ich muss priorisieren. Das wissen wir selber. Wir schaffen gar nicht alles an einem Tag, in einer Woche, in einem Jahr. Also muss ich priorisieren. Das tut natürlich öfter weh, weil lieber sage ich, das mache ich und das mache ich, aber ich mache alles halbherzig. Also priorisieren. Und so priorisiere ich auch meine Ziele von der Strategy Map und sage einfach, welches sind die Ziele, die, wenn ich mir die nächsten 3, 4 Monate anschaue, die am dringlichsten bearbeitet werden müssen. Und aus diesen Zielen, und das können nicht alle Ziele sein, ich nenne Ihnen einfach mal eine Anzahl und das passt auf kleine, auf große Unternehmen, am besten für die nächsten 3, 4 Monate zwischen 2 und 4 strategische Initiativen aus diesen Zielen ableiten. Alles, was mehr ist, wir wissen, alle Unternehmen starten, wollen immer erstmal starten, die sagen dann, sie wollen 7, 8 strategische Initiativen machen, das scheitert dann an den Ressourcen, sondern auch da wieder fokussieren und die Dinge, die man umsetzt, richtig
mit Begeisterung, mit Spaß und mit voller Energie machen. Und dann geht das im Grunde genommen schon, nachdem man diese strategischen Initiativen definiert hat, geht das schon in den ersten Business Sprint. Jetzt kennen Sie alle die Situation. Man hat so ein Strategie-Meeting gehabt, das nächste ist so in 3-4 Monaten. Ich will jetzt nicht fragen, aber jeder hat sowas im Kopf. Wann geht eigentlich normalerweise so richtig los, dass an den Initiativen gearbeitet wird? Ich nenne einfach mal was so in den letzten 3-4 Wochen. Weil da kriegt man dann irgendwie das Rennen und denkt, irgendwie, oh Gott, da ist jetzt das nächste Meeting, ich habe ja noch irgendwelche To-Dos und wie kriege ich das umgesetzt? Naja, das haben wir natürlich mit den Unternehmen zusammen etwas entwickelt, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen kontinuierlich dran arbeiten. Ich hatte das ja vorneweg gezeigt, dieses Thema Kontinuität an der Strategie, Kontinuität an der Umsetzung ist einfach ein wichtiger Wert. Und deshalb gibt es, Sie sehen da, Stand-up alle 14 Tage. Und während diese Strategy Map und die strategischen Initiativen in dem Strategie-Meeting von einer Gruppe, Frau Meiler erklärt nachher noch so etwas, wie man die so zusammensetzt, gemacht wird, geht es dann darum, es nicht nur die Strategy Map allen im Unternehmen transparent darzustellen, sondern auch, was passiert jetzt wirklich in der Umsetzung. Und wir haben dann mit den Kunden zusammen eingeführt, dass es alle 14 Tage ein Stand-up gibt. Ein Business-Stand-up, wo alle im Unternehmen, die möchten, daran teilnehmen können. Jetzt werden Sie sagen, okay, bei 300 Leuten geht das noch irgendwie, bei ein paar Tausend geht es nicht. Doch, es geht alles. Auch über viele Standorte haben wir, also wir können Ihnen das praktisch auch alles erläutern, dass einfach alle 14 Tage ein 20-minütiges oder 30-minütiges Stand-up stattfindet. Und in diesem Stand-up, wir haben nachher auch so einen kleinen Film da, können wir Ihnen das ganz praktisch mal belegen. In diesem Stand-up wird einfach berichtet, was ist jetzt wirklich zu diesen strategischen Initiativen passiert? Was hat es an Umsetzung gegeben? Was sind Showstopper? Wo braucht jemand Hilfe dabei? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist natürlich, wenn man jetzt so ein Owner ist von so einer Initiative, dann ist es natürlich zum einen gut, wenn was passiert ist, dann kann man sich auch so ein bisschen positionieren. Aber es ist natürlich genauso, man stellt sich nicht zweimal in Folge da irgendwie hin und sagt, die letzten 14 Tage haben wir nichts gemacht. Also haben wir einfach durch dieses Stand-up, jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, naja, es ist so ein bisschen wie so ein moderner Pranger, an dem man steht. Aber es ist gleichzeitig auch eine Bühne, auf die man sich stellen kann, wenn man die Themen vorantreibt. Und ich sag mal, es ist ein Thema, und wenn wir den Film dann gleich noch, den Kurzfilm da sehen können, es ist auch wieder ein Thema, was auch Spaß macht. Natürlich Spaß macht, wenn man Erfolge erzielt, natürlich Spaß macht, wenn man auch sagen kann, wir haben mit dem Team das eine oder andere erreicht. Und mal, um so Zahlen zu nennen und auch wieder bei dem erst eingeführten Unternehmen zu bleiben, bei der Saxonia, da war es am Anfang so, von den 350 Leuten, da nahmen an diesen ersten Stand-ups standortübergreifend so 30, 40 Mitarbeiter teil. Heute ist es so, dass zwischen 70% und 80% sich diese Zeit an dem Freitag nehmen und auch nehmen dürfen und an diesem Stand-up einfach standortübergreifend auch wirklich teilnehmen. So, jetzt will ich mal ein bisschen Gas geben, weil am Ende eines solchen Business Sprints steht dann Folgendes. Es steht dann wieder ein Strategie-Meeting, also es sind 3-4 Monate vergangen. Und dann geht es darum, so ein Strategie-Meeting besteht immer aus mehreren Bestandteilen. Das ist zum einen Review, da wird berichtet, was ist jetzt wirklich aus den Initiativen geworden, was haben wir geschafft, haben wir das geschafft. Und dann kommt ein ganz wichtiger Part auch, das ist die Retro. Da spricht man also nicht über Ergebnisse, sondern man spricht rein darüber, wie ist der Prozess gelaufen? Wie haben wir zusammengearbeitet? Was war gut? Was war schlecht? Was habe ich irgendwie, wie ist es mir selber dabei gegangen? Und. Also auch diesen Part haben wir aus dieser Projektmanagement-Methode entnommen. Und das ist ganz wichtig. Also der wird oft, das ist ja so ein Part, wenn es so um Zusammenarbeit geht, das wird, ist das dann, das menschelt dann so und das wird dann nicht so gerne besprochen. Und im Zweifelsfall sagt man einfach, ja, den Punkt, sind knapp in der Zeit, den machen wir nicht. Absoluter Pflichtpunkt. Man muss darüber sprechen, wie arbeitet man zusammen. Und das braucht auch eine gewisse Transparenz. Das lernt natürlich so eine Organisation sukzessive auch erst. Und auch dieser Prozess, der schwingt sich halt dabei ein. Und dabei ist eben auch dieser wichtige Punkt, den ich vorhin genannt habe, Sie können immer wieder ändern.
an dem Prozess. Sie können an dieser Methodik ändern. Sie können zum Beispiel sagen, bei uns funktionieren diese 14-tägigen Stand-ups nicht. Wir machen die alle 3 Wochen oder wir machen sie alle Woche. Sie können sagen, also bei diesem Mal habe ich festgestellt, wir haben dann eine strategische Initiative gehabt, die hat jetzt berichtet, sie haben 100% das Ziel erfüllt, aber ich hatte eigentlich irgendwie, ich dachte, das Ziel ist eigentlich, das Ergebnis ist irgendwie was anderes. Da kommt dann oftmals heraus, man muss nochmal miteinander sprechen, wie definieren wir Ergebnisse, wann ist eine Aufgabe wirklich fertig. Weil wenn Sie zwischen 7, 8 Leuten, mit 7, 8 Leuten zum Beispiel in dem Strategieteam zusammensitzen, dann passiert genau dieses Thema in den ersten Sprints immer wieder, dass die einen sagen, ich bin fertig und die anderen sagen, nee, also aus meiner Sicht fehlt da ja noch einiges. Also zum Beispiel so ein Punkt bei der Anpassung der Methode ist, viel genauer definieren, wo will ich mit der Initiative hin. Und dann nach dieser Retro, ich mache das so ein bisschen mal im Schnelldurchlauf. Nach dieser Retro kommt im Grunde genommen der Punkt, dass ich den nächsten Business Sprint wieder vorbereite. Und der hat als erstes, dass man sich die Strategy Map anschaut. Und man schaut sie sich an und sagt einfach, wenn wir uns die Ziele anschauen, wenn wir uns die letzten Monate anschauen, was da so passiert ist, liegen wir mit dem Punkt noch richtig oder gibt es irgendwo Dinge nachzujustieren? Ist ein Thema vielleicht sogar, was von der Strategy Map runterfällt oder und ist dafür ein anderes Thema, was hochkommt? Ich nenne so ein Beispiel, wir haben ja gerade eben Digitalisierung gehört. Wenn Sie eine 5-Jahres-Strategie haben, dann passiert Ihnen natürlich, dass Sie in solche Themen irgendwie dort reinkommen und Sie plötzlich sagen, das ist irgendwie ein Thema, das müssen wir, das scheint Bedeutung zu bekommen, wir müssen uns das anschauen und wir heben das in unsere Strategie mit rein, obwohl wir noch gar nicht ganz genau wissen, was bedeutet das am Ende alles. Aber es ist etwas, wir dürfen es als Unternehmen nicht vergessen, weil wir verschlafen es sonst als Unternehmen. Wenn wir jetzt noch 3 Jahre warten, dann sind wir am falschen, oder dann haben wir diesen Trend verschlafen, obwohl wir noch nicht runterdekliniert haben bis ins Detail, was bedeutet das fürs Unternehmen. Also das heißt, Strategy Map anschauen, gucken, passt die noch so oder muss nachjustiert werden. Und dann geht es wieder in den Prozess, priorisieren, was ist für den nächsten Business Sprint, was sind die wichtigsten Ziele, die man am höchsten damit auch priorisiert und was sind die strategischen Initiativen. Und dann geht es im Grunde genommen in die nächste Runde. Es gibt dann noch so ein, auch wahrscheinlich schwer zu sehen für Sie, so ein Backlog, also diverse Ideen für strategische Initiativen, die man aber nicht, weil man sie priorisieren muss, die man nicht alle im nächsten Sprint schafft und die man dann ins Backlog reinnimmt. Ja? Wie meinen Sie in den Root Cause? Also, dass Sie mitgehen, dass Sie da positiv mit dabei sind oder dass Sie... Ja, vielleicht, da sind wir dann schon bei dem Thema Rollen, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde, weil das Gerüst oben drüber, das scheint jetzt vielleicht mal relativ einfach und ganz ehrlich, das Gerüst selber ist es auch tatsächlich. Es bedarf einer Rolle, die ganz kontinuierlich genau auf diese Dinge eingeht und letzten Endes als Beobachter auch die Führungskräfte dorthin bringt und sagt, Mensch, nee, du musst es nochmal, sag nochmal genauer, wenn er über einen Punkt hin, er oder sie über einen Punkt hinweggehen will. Was meinst du damit genau? Also so einen nervigen Bohrer, also, sage ich jetzt mal, den braucht es im Unternehmen, um diese Themen tatsächlich zu machen. Es muss moderiert werden. Jetzt werden alle sagen, ah, jetzt kommen die Berater. Leben lang habe ich den jetzt an der Backe, weil der mir diesen agilen Strategieprozess moderiert. Nein, also auch dort im Gegenteil, was wir tun, wir schieben solche Prozesse an, wir begleiten die oftmals 1 Jahr, 1,5 Jahre und dann muss diese Rolle dieses Treibers, muss jemand aus dem Unternehmen übernehmen. Also es ist ein Anschieben, ein Initiieren. Es ist nicht, dass wir es ein Leben lang irgendwie begleiten wollen. Weil das ist noch ein wichtiger Punkt. Wir waren im Unternehmen, wo wir es eingeführt haben und dann fragte jemand so nach dem 2. oder 3. Business Sprint, sagte, wie lange machen wir das jetzt dann eigentlich? Ja, es wird also schon jemand, unangenehm, dem, der, ich muss also, dauernd da waren arbeiten. Schon viele, da waren schon viele, die da auch mit Freude dabei waren und ehrlich gesagt, die Freude, die zum Teil dabei ist, hängt eigentlich mit mehreren Dingen zusammen. Sie hängt damit zusammen, dass man sukzessive schaffen muss, nicht dieses 100%
immer erreichen zu wollen, sondern eher auf Ergebnisse hinsteuert, die auch erreichbarer sind. Das heißt nicht, dass die schlechter sind, sondern einfach zu sagen, wir kriegen hier auch wirklich mal was umgesetzt. Und ich kann mich hier einbringen. Ich kann mich noch mal anders einbringen, als ich das bisher konnte, mit allen Kämpfen, die da auch stattfinden. Weil wenn Sie in so einem Strategieteam sind und wenn es um Priorisieren geht und so weiter, da findet alles statt. Wir erleben da Konflikte, die hochkommen und die kommen. Das Schöne ist, die kommen nicht hoch, weil man plötzlich agile Unternehmensführung macht, sondern die kommen hoch, weil sie sowieso im Unternehmen sind und weil sie bearbeitet werden müssen. Es ist mehr so ein Katalysator, der im Grunde genommen stattfindet. Es ist nicht ein, hätten wir diesen Prozess nicht, dann hätten wir dieses Problem auch nicht. Sondern es macht Dinge einfach transparent. Und insofern musste ich dem Kollegen sagen, naja, also es wird noch ein paar Sprints geben, wahrscheinlich hört das nie auf. Und das ist eigentlich der Sinn der Sache, aber eben immer wieder in der Form. Und deshalb ist dieses, neben dem Review, dieses Retro ganz wichtig. Immer in der Form, wie es dann passt. Die Organisation entwickelt sich auch weiter. Bestimmte Dinge, die man heute in diesem Prozess macht, die werden vielleicht in 2, 3, 4 Jahren so gar nicht mehr passen. Und die Organisation, ich will jetzt gar nicht von selbst lernen in Organisationen, sondern hier ist es einfach so, ich lerne aus dem, was ich tue, ich werfe Ballast ab, ich probiere neue Dinge aus und ich kann auch mal Dinge machen, wo ich sage, haben wir beim letzten Mal festgelegt, ist aber Mist gewesen, machen wir nicht mehr. Ja? Und dieser Punkt, sind wir wieder bei Werten, auch eine Fehlerkultur zuzulassen. Auch während der Zeit zuzulassen, ich mache eine strategische Initiative, die soll 4 Monate gehen. Ich sage nach 2 Monaten im Stand-up, sagt der Initiativen-Owner mit entsprechender Begründung natürlich, ganz ehrlich, wir haben uns da ein Thema vorgenommen, wir verrennen uns damit. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass wir es fortführen. Auch so etwas haben wir schon erlebt, dass dann gestoppt wird. Und es wird eben nicht noch ein Jahr weitergearbeitet, weil man irgendwie sagt, haben wir mal so entschieden, muss jetzt gemacht werden, sonst hat jemand Gesichtsverlust in der Führung, wenn wir jetzt plötzlich dieses Thema stoppen. Ja. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, Professor Sackmann hat das vorhin auch angesprochen, das bedeutet natürlich, dass sich auch sukzessive die Kultur in Richtung auch eine Fehlerkultur, also auch, dass man eben nicht nur einen Erfolg feiert, wenn ich einen Mega-Umsatz mache, sondern auch an der Stelle sage, es ist auch ein Erfolg, eine Erkenntnis zu haben, etwas zu stoppen und nicht weiterzumachen. Auch das ist ein Erfolg, weil es spart mir Geld für die nächsten Monate und Energie, wo ich irgendwie investiert hätte in eine Sache, wo ich während der Zeit feststelle, sie passt nicht mehr. Genau, die letzte Folie, weil die Folien sehen hier alle nicht so toll aus, da will ich relativ schnell drüber hinweggehen. Ich glaube, der wichtige Punkt was ist die Message dieser Sache, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie neben dem, wie ich sonst führe oder wie auch immer daneben einordnet, sondern es fügt sich ganz normal in das Unternehmen ein. Es ist etwas, was nicht jetzt machen wir noch zusätzlich, jetzt haben wir immer die Strategie-Meetings, jetzt machen wir noch irgendwie agile Unternehmensführung. Nee, ehrlich gesagt, das muss ich zu einem verbinden und deshalb ist hier einfach auch nochmal runter dargestellt, hier in optisch nicht so toller Art und Weise, weil bestimmte Sachen nicht zu sehen sind, wie passt sich das ein, auch in das bisherige Unternehmensbild. Und vielleicht nochmal, also ich sehe schon so ein bisschen die ratlosen Gesichter, weil ich mir vorstellen kann, dass einige von Ihnen denken, also so eine Variante, naja, das ist doch ein total einfaches Vorgehen. Ich plane etwas, ich setze etwas um und gut, der einzige Unterschied vielleicht zu dem, wie wir es heute machen, könnte jetzt vielleicht sein, dass es diese Retro gibt, wo ich mich darüber unterhalte, wie habe ich denn die letzte Zeit zusammengearbeitet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige von Ihnen gibt, die sagen, naja, ich kenne so Scrum-Vorgehen vom Prinzip her, das ist doch alles total einfach. Meine Antwort auf diese Dinge, wenn man jetzt mal die Folie von vorher nochmal sieht, mit dem grundsätzlichen Vorgehen, ja, ist alles richtig. Es ist von der Grundsatzmethode her total einfach. Und es ist auch tatsächlich zum prinzipiellen strategischen Vorgehen nur da unterschiedlich, dass es mit sehr viel Zusammenarbeit zu tun hat. Jetzt sind wir aber genau an dem Punkt unterwegs, von der Idee zum umsetzbaren Vorgehen. Genau die Zusammenarbeit ist nämlich das, was tatsächlich unterschiedlich ist. Und das braucht auch tatsächlich eine Organisation, wie man es macht. Und bevor ich auf die einzelnen Dinge eingehe, wie man das tatsächlich umsetzt, was ich dazu brauche, welches Handwerkszeug ich dazu brauche, wenn ich sage, okay, gut, ich möchte gerne sowas machen, ich möchte gerne bei mir eine sehr transparente, kontinuierliche, priorisierte und hoffentlich auch mit einer positiven Umsetzung versehene Strategie bei mir einführen,
erzähle ich Ihnen so ein paar Geschichten, die wir in letzter Zeit auch bei vielen Kunden von uns erlebt haben. Wir sind gerade zum Beispiel bei einem Unternehmen unterwegs, wo es um die Frage geht, brauche ich, weil ich ein neues Geschäftsmodell habe, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle, neue Themen, die ins Unternehmen reinkommen, brauche ich jetzt eine agile Organisation? Dann haben wir natürlich gefragt, was verstehen Sie denn darunter? Also ist ja immer die Frage, was verstehe ich unter agil, was heißt das für mich, wie soll das wirken? Ja, also der Geschäftsführer, einer der beiden Geschäftsführer hat dann gesagt, ja, also er glaubt halt, er merkt schon, da geht es um Software in diesem Geschäftsmodell, das ist ein ganz anderes Thema, als er an einer anderen Stelle als Thema hat. Also das könnte etwas sein und da liest man ja auch viel drüber und er hat ja auch schon die ersten Versuche in diesem Bereich gemacht. Das müsste man doch jetzt nach Scrum machen. Und das Zweite wäre, ja, er hat viele junge Kollegen, die auch auf ihn zugekommen sind und wo es einfach jetzt so ein bisschen Kämpfe im Unternehmen auch gibt, wo man merkt, na ja, die Art der Zusammenarbeit, dieses klassische, hierarchische, was nicht schlecht sein muss, aber es ist einfach eine andere Art und Weise, dieses klassische, hierarchische, was er bisher auch im Unternehmen gefördert hat, das funktioniert irgendwie nicht. Deswegen fragt er sich einfach, muss ich denn jetzt vom Markt her und aber auch von innen, von meinen Mitarbeitern her, mich anders aufstellen? Muss ich meine Führungskräfte anders den Aufgaben zuteilen? Brauche ich andere Arten von Teams? Brauche ich, Sie haben es vielleicht gelesen, auch wie Mercedes, große andere Strukturen? Brauche ich Gilden, übergreifende Teams, die sich um innovativen Wissenstransfer kümmern? Das waren die Dinge, die bei ihm im Kopf waren. Und dann haben wir jetzt die ersten Interviews geführt mit den Führungskräften, um einfach mal zu verstehen, wie tickt das Unternehmen, wo wollen die hin, was sind denn so die Ängste, Sorgen, Nöte? Und sind jetzt mal als Zwischenstand auch darauf gekommen, dass wir gesagt haben, es ist überhaupt nicht transparent, wo dieser Mann eigentlich hin will. Die Führungskräfte wissen nicht, wo er hin will, die Mitarbeiter wissen nicht, wo er hin will. Es wurden irgendwie dazwischen irgendwelche Arten von Zusammenarbeitsformen geschaffen. Also es gab auch tolle agile Teams, die haben sich irgendwie so genannt. Aber am Ende des Tages ist es irgendwie ein verworrenes Muster, wo keiner irgendwie richtig weiß. Vielleicht nochmal das Bild von gerade, unser klassisches Unternehmensstrategiehäuschen. Was steht denn eigentlich da oben? Wo soll es hingehen? Warum tue ich das, was bei mir als Aufgabe auf dem Schreibtisch liegt? Und dann habe ich das mit dem Geschäftsführer mal so als Zwischenstand besprochen und habe gesagt, ich glaube, wir haben hier auch ein Transparenzthema. Also Kommunikation, ja, ist ein Thema, Führungsstrukturen sicherlich auch ein Thema. Ich glaube, es geht auch irgendwie einfach darum, dass wir mal mit den Leuten reden sollten. Und dann sagt er zu mir, ja, aber Frau Meiler, das verstehe ich doch nicht, weil wir haben bei uns so viele tolle Tools, wir haben das Confluence-System bei uns und es gibt noch so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber noch ein anderes System, da stehen die Ziele drin, dann haben wir Maßnahmenpläne abgelegt, stehen alle auf dem und dem Laufwerk. Und ich sage, das ist ja schön, wenn die da stehen, aber haben Sie das mal mit Ihren Mitarbeitern besprochen? Also haben Sie sich einfach mal vorne hingestellt und gesagt, das ist das Thema, ich habe eine tolle Idee, ich habe eine Vision, das ist ein ganz visionärer Mann auch. Ich brauche euch dazu, so ungefähr die Größe von Unternehmen, wie wir hier so sind, vielleicht hätten wir noch 10 Reihen dahinter. Ich brauche euch dafür, dass wir miteinander dieses Thema umsetzen. Nee, das habe ich nicht, wir haben ja eine Arbeitsanweisung bei uns, wo jeder das Confluence lesen soll. Also es ist vielleicht ein sehr plastischer Fall, aber es ist tatsächlich so gewesen. Also ein Live-Fall, den wir bei uns hatten. Das heißt, wenn ich jetzt mal nochmal an diese Methode zurückdenke, nur mal als dieses Beispiel reflektiert, das eine ist immer das, was man sich an operativen Arbeitsmitteln gibt. Also was tatsächlich, wo man sagt, auch alles gut, als Geschäftsführer, als Vorstand eines Unternehmens, also wirklich head-off, sage ich jetzt mal, ich brauche sicherlich bestimmte Mittel zum Zweck, um Dinge bei mir im Unternehmen zu kommunizieren oder transparent zu machen. Aber die Frage ist natürlich auch, was passiert da unter der Oberfläche? Also ist das, was da an Methode gegeben ist, etwas, wo ein Geschäftsführer und Vorstand auch wirklich selber mit Teil des Ganzen ist? Da sprechen wir nämlich dann, und das ist der erste wichtige Punkt, über Rollen. Denn das ist unsere Erfahrung, es gibt sehr, sehr viele Methoden sogar oder Arten von strategischer Unternehmensführung, die ähnlich sind dem, was wir vorher gerade vorgestellt haben. Es gibt aber sehr wenige, wo die Führungskräfte, also wirklich die obersten Heeresführer, die wir hier haben, wo die sich selber als Teil des Ganzen sehen, wo man wirklich sagt, ich bin eine Rolle dieses ganzen Spiels, ich bin derjenige, der, wie der Herr Knechtel gerade vorher gesagt hat, in einem Stand-up da steht als Führungskraft und sich selber verantwortet und sagt, das war mein Thema, das habe ich mitgenommen bei mir aus dem Meeting, was wir hatten und das habe ich mit einem Team von Kollegen nicht geschafft. Da gibt es ganz, ganz wenige, die sich selber in so eine Rolle überhaupt begeben wollen. Und das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, so eine Rolle muss ich bei mir, wenn ich so ein Thema umsetzen möchte, auch definieren im Unternehmen. Ich muss mir schon klar sein als Führungskraft, als Führungskräfteteam, dass ich nur dann tatsächlich in so eine agilere, flexiblere,
bessere Form der Zusammenarbeit komme, wenn ich auch wirklich sage, ich bin da ein Teil des Ganzen. Das heißt, einer der wesentlichen Faktoren ist schon mal, wir haben ja gelernt, Veränderung fängt ganz oben an, dass man sich als Führungskraft auch tatsächlich wirklich die Frage stellt, welche Rolle habe ich dabei? Und unsere Antwort, ganz ehrlich, ist tatsächlich, wenn man nicht bereit ist, als Führungskraft, als Führungskräfteteam, die Transparenz und die Kontinuität dieses Prozesses auch wirklich selber mitzugestalten, sondern wenn man sagt, ich gebe das den, sagen wir mal, der zweiten Führungsebene als Thema, dann funktioniert das nicht. Also das heißt, das ist die Voraussetzung, so eine Rolle zu beschreiben. Und das nächste ist natürlich auch eigentlich wirklich klassisch in der Organisation einmal runtergedacht. Ich muss mir schon einmal überlegen, welche Rolle spielen denn dann die anderen? Also wenn ich alle 4 Monate einen Termin habe, wo ich mir die Strategy anschaue, wo ich sage, an welchen Zielen müssen wir denn jetzt arbeiten? Ich muss mir mal die Frage stellen, gibt es da vielleicht Themen, wo ich einfach auch Mitarbeiter, Experten bei mir aus dem Unternehmen mit dazu holen muss, weil ich es gar nicht selber entscheiden kann. Weil wir vielleicht wirklich, statt dem wir eine lange, lange Analyse machen wollen, einfach mal den Experten, die Experten hören wollen, die uns helfen, die Dinge zu entscheiden, was ist denn gerade wichtig. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Ich muss mir als nächstes auch die Frage stellen, wie transparent will ich denn wirklich sein? Auch da noch mal eine Geschichte. Wir haben mit diesem Ansatz, wir haben ja ganz tolle bunte Marketingmaterialien dazu auch gemacht, haben wir ganz viele Gespräche geführt. Und dann waren wir auch bei einem Unternehmen hier in München. Die haben ja auch um die 300 Mitarbeiter ungefähr. Ich sage jetzt weder, was es ist, noch die Branche, weil sonst kann man es vielleicht nochmal ableiten. Es gab auch einen Geschäftsführer, der gesagt hat, ja, ich brauche jetzt eine agilere Art und Weise. Ich habe wieder ein strategisches Meeting dieses Jahr. Da glaube ich, möchte ich jetzt auch mal das Thema agile Unternehmensführung bei mir einführen. Dann haben wir das alles durchgesprochen, fand da alles ganz toll. Und dann kamen wir irgendwann an den Punkt, ja gut, wie organisieren wir das denn? Also wir haben so quasi sein erstes Strategie-Meeting besprochen, wie das denn dann wäre, wenn. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt müssen wir dann auch darüber sprechen, dass Sie mal einen Vorschlag machen mit uns zusammen, wie wir denn die Ergebnisse daraus dann auch den Mitarbeitern mitteilen. Ja, das ist nicht so gut. Das findet er nicht so glücklich. Er glaubt, er ist noch nicht an dem Punkt unterwegs, wo man die Dinge, die da besprochen werden, weil die sind schon etwas heikel, dass man die dann tatsächlich danach sofort den Mitarbeitern mitteilen würde. Falsch, also Rolle falsch verstanden. Das ist genau auch da wieder der Punkt. Ich brauche ein Commitment, um so eine Transparenz als Führungskraft auch tatsächlich in meiner Rolle leben zu wollen und zu können. Wir sagen nicht, dass es so sein muss, aber wenn ich diesen Prozess mit diesem Ergebnis in der Art und Weise leben möchte, dann muss ich das in meiner Rolle mir auch so ganz klar auf die Fahne schreiben. Und ich mache nur ein drittes Beispiel zum Thema Rolle. Bei uns im Unternehmen, wir haben bei uns auch diesen agilen Unternehmensführungsprozess eingeführt und hatten zum Glück jemanden, der uns auch gesagt hat, der so ein bisschen den Fingerzeig gemacht hat, was wir gut machen oder was wir schlecht machen. Und ganz am Anfang haben der Herr Knechtle und ich uns hingesetzt und haben gesagt, so, wir brauchen also erstes Strategie-Meeting, jetzt müssen wir mal die Strategy mitmachen. Haben dann für uns, das zeige ich Ihnen auch nachher gleich, diese Ebenen definiert, haben die wesentlichen Ziele definiert, haben das der von mit uns befreundeten Beraterin gegeben und gesagt, da guck mal, also das wäre jetzt das, wie wir jetzt reingehen wollen in den Termin. Und dann hat sie uns angeschaut und gesagt, ihr seid ja verrückt, das legt ihr jetzt erstmal an die Seite und dann machen wir das Ding neu, gemeinsam mit euren Mitarbeitern. Dann waren wir erstmal auch so ein bisschen, ja, jetzt schauen wir mal, wo es irgendwie hingehen soll, weil es ja ein bisschen ungewohnt war, dass wir nicht unbedingt diese Themen vorgegeben haben. Und das Schöne dabei war dann aber, dass in dem ersten Strategie-Meeting wir uns wirklich zurückgehalten haben, gemeinsam die wesentlichen Ziele definiert haben, weil alle Mitarbeiter bei uns sind letzten Endes genauso an den Themen dran, sind am Markt dran und wissen eigentlich aus dem Bauchgefühl heraus, was so ungefähr die wesentlichen Themen sind, an denen man arbeiten muss. Und der Überdeckungsgrad unserer beiden Strategy-Maps war ungefähr 80%. Und das hat uns eigentlich ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ist letzten Endes aber auch ein Thema der Rolle. Bin ich derjenige, der vorgibt oder bin ich derjenige, der etwas zusammen mit den Mitarbeitern erarbeiten möchte? Und das ist deswegen ein wesentliches Thema. Ich muss mir am Anfang, wenn ich diesen Prozess anfange, tatsächlich über das Thema Rolle Gedanken machen und ich muss mir als Führungskraft darüber Gedanken machen und auch sagen, wann binde ich welche Mitarbeiter wie ein, wer übernimmt strategische Initiativen, wie kommen wir dazu, dass ich Mitarbeiter aus der Organisation, wenn sie diejenigen sind, die Know-how zum bestimmten Thema haben, abziehen darf, muss ich da über Hierarchiestufen gehen und anfragen, klassischer Konzern, ich brauche Ressource XYZ, kann ich die haben oder finden wir da einen anderen Weg dazu? Das ist das, was sicherlich anders ist in dem Miteinander. Zum Zweiten, was ist anders, was brauche ich? Ich brauche dieses Thema Fokus. Der Herr Knechtle hat es vorher gerade gesagt, Strategy Map muss auf eine Seite passen.
das ist etwas, wo sich viele sehr, sehr schwer tun. Ganz offen, wo wir uns auch schwer getan haben. Weil man einfach so viele Einflüsse hat, wo man sagt, ich muss mich doch um alles kümmern. Ich muss mich um Mitarbeiterentwicklung kümmern, ich muss mich um dieses eine neue Produkt kümmern, ich muss mich darum kümmern, die Digitalisierung mal für mich zu übersetzen, was das eigentlich heißt. Ich muss das letzte, ich habe vielleicht noch ein Finanzierungsthema nebenbei am Laufen. Das muss alles irgendwie in eins reingehen. Und dann entstehen ja diese langen Maßnahmenlisten. Und das ist einer der wesentlichen Dinge, der Mittel zum Zweck, die man braucht. Man braucht einen Weg, einen Mechanismus, einen Kommunikationsmechanismus miteinander, wo man sich einfach wirklich sehr, sehr kritisch auseinandersetzt mit den Zielen und sagt, das ist jetzt mal unsere Strategy Map, wie priorisieren wir, wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir jetzt aus diesen 20 wesentlichen Themen, die wir da stehen haben, 3 auswählen und uns mal kritisch in die Augen schauen. 7 waren eigentlich irgendwo mal gestanden, die müssten wir bearbeiten, aber schaffen wir denn wirklich die 7? Nee, wahrscheinlich schaffen wir nicht die 7. Wir schaffen wahrscheinlich nur 3, weil wir nur x Ressourcen zur Verfügung haben. Diese Kommunikation ist eigentlich ein Prozess, der stattfindet. Und das muss ich bei mir auch organisieren. Also es bedarf tatsächlich einem geführten Mechanismus, da gibt es einen Termin, da setze ich mich hin, schaue mir diese Themen an, diskutiere das kritisch und gehe nicht aus diesem Raum raus, bevor wir uns nicht einig sind darüber, in einem gewissen Führungsteam, Rollen vorher definiert, dass wir diese Themen auch tatsächlich schaffen. Das ist, also vielleicht nur mal, wenn Sie so an Ihre eigenen Themen denken oder an die eigenen Termine, die stattfinden zur Strategie, das ist schon anders. Weil normalerweise, wie läuft es eigentlich? Man spricht so zwischen den Stühlen, man hat gerade 5000 operative Themen, man spricht so zwischen den Stühlen irgendwie noch, ja, weiß ich schon, ja, ja, genau, schreiben wir mal Flipchart auf, die 3 Sachen, die machen wir jetzt. Dann hat einer noch irgendwie so ein paar kleine Fakten dabei und sagt dann, ja, okay, da kann ich bei mir Herrn, Frau damit betrauen. Das sind dann die Bereiche, große Bereiche, die plötzlich dahinter hängen. Also so eine sehr high-level formulierte Strategie, sage ich jetzt mal. Und so geht man aus dem Strategie-Meeting raus. Am Ende des Tages muss man sich mal wirklich fragen, wenn sowas passiert, wissen denn die Leute eigentlich wirklich, was sie tun sollen? Also wenn sie aus der Tür rausgehen und diese high-level formulierten Maßnahmenpläne haben, wissen die, was wirklich die echte Aufgabe ist? Und das ist etwas, was ich brauche als Werkzeug. Also ich muss mir wirklich... Sie haben es vorher gesagt, wie schaffe ich es denn tatsächlich, dass ich die Leute dahin bringe? Sie brauchen einen nervigen Einpeitscher, sage ich jetzt mal, der genau diese Dinge aus den Leuten rauskitzelt. Der sagt, nee, versteht dieses Thema jetzt jeder? Nee, noch nicht? Gut, dann müssen wir es noch tiefer formulieren. Sind wir uns einig, dass wir das jetzt schaffen? Nein? Okay, dann reden wir nochmal darüber. Es ist der Zauber, sage ich jetzt mal, oder der Mechanismus liegt wirklich in dem Wie und in dem Miteinander. Und der dritte Punkt, das sind dann die Meetings. Ich habe es gerade schon gesagt. Es geht nicht darum, dass wir schon wieder zusätzliche Termine einführen. Die Frage ist tatsächlich in vielen Unternehmen, welche Termine gibt es schon, welche Regelzyklen gibt es schon und wie kann ich die eventuell anders gestalten. Es geht eher darum, Termine relativ knapp zu halten, aber mit sehr viel Inhalt auszustatten. Es geht eher darum, dass ich die richtigen Leute einlade und nicht immer die großen Kreise mache. Deswegen auch das ist etwas, ein kontinuierliches Hinterfragen und sich immer wieder die Frage stellen, okay, ich habe jetzt einen Arbeitstermin zu meiner strategischen Initiative, wen brauche ich denn wirklich? Was für ein Ziel will ich denn da wirklich erreichen? Das sind, ja, bitte. Ja. Ja. Wie wird denn da der Kunde angebunden? Weil es geht ja zunehmend mehr Plattform-Business und Business-Ecosystem oder zum Beispiel Automobilindustrie, Supply-Industrie, geht es ja auch schon Richtung Co-Creation. Da sind wir in der Umsetzung der Strategie unterwegs. Also hier sind wir ja unterwegs an dem Thema, welche Themen haben wir bei uns im Unternehmen, was müssen wir insgesamt tun. Da gibt es eine Ebene, da gehe ich einfach mal vielleicht gleich, ich springe mal kurz da rein. Ach, das ist ja kein Touch, nix Touch. Das kenne ich nicht. Aber das sieht man wieder so schlecht. Ah, okay. Na gut, also... Es gibt auf einer Strategy Map verschiedene Ebenen, so wie Sie es klassischerweise bei sich im Unternehmen ja auch kennen. Es gibt Themen, die sind finanzieller Natur, Ziele finanzieller Natur. Es wäre jetzt hier eigentlich Kunde-Markt-Themen, Produkte, Geschäftsmodelle, die ich bei mir umsetzen muss. Es gibt, also klassisch eigentlich, so ein Bild, denke ich mal, kennt ja jeder von Ihnen. Es gibt Themen, die internen Prozesse betreffen und es gibt Mitarbeiter. Darüber geht der Prozess, um dieses ganze Unternehmen. Welche strategischen Ziele müssen wir umsetzen? Und eines der Themen,
das Wesentliche ist sicherlich, welche Produkte und Geschäftsmodelle haben wir bei uns im Unternehmen und wie kriegen wir darin den Kunden abgebildet. Und natürlich kann es sein, dass Sie hier ein Thema haben, wo Sie sagen, ich habe eine Idee für ein neues Geschäftsfeld, Modell, für ein neues Produkt in einem Geschäftsfeld, was ich bei mir schon habe. Und das möchte ich jetzt gerne als strategische Initiative aufsetzen und möchte es gerne umsetzen und setze da Leute rein. Und die Kollegen, die machen sich dann natürlich Gedanken, wie binde ich den Kunden ein? Es gibt ja, wenn ich jetzt im Business-to-Business-Bereich habe ich ja quasi mit jemandem zusammen das Produkt entwickelt. Ja, ja. Und da, wenn das der Fall ist, dann macht es durchaus Sinn, dass man bei der Strategieentwicklung, weil es eine gemeinsame Strategie ist, den Kunden da schon mit einzubeziehen. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, aber da müssen wir, also was heißt unterscheiden? Da sind wir auf anderen Ebenen unterwegs. Davon kann ich natürlich, wenn ich meine Strategie festlege, also ob ich jetzt in der Analyse die Kunden mit dabei habe, ob ich Marktstudien, die mit Kunden gemacht wurden, habe ich den Kunden dabei. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, eine Strategie muss völlig ohne Kunden entstehen. Nein. Aber wenn wir über das ganz Praktische... Aber bei den Teams, man kann ja sagen, also ja, das wär dann vor allen Dingen in der Umsetzung. Also wir haben das selber, großes DAX-Unternehmen, dort haben wir die ganze Methodik vor 2,5 Jahren ungefähr im Vertriebsbereich eingeführt. Und da haben wir eben auch, wenn es um die Initiativen, um die Umsetzung, da sind die Kunden dann ganz interaktiv mit eingebunden gewesen. Während jetzt wirklich zu priorisieren der Ziele dort im Normalfall nicht. Machen wir sowohl als auch. Gedankengang dahinter ist, Juristen im Vorstand, NDAs werden unterschrieben, kennen das wahrscheinlich, Schärfeis leidet, Wirkung nach außen dringt, die Ängste sind einfach da auch berechtigt dabei, teilweise, dass da schon und die Definition über Informationen Also ehrlich gesagt, ich persönlich glaube, auch nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Themen, die dürfen, also da muss man sehr eingeschränkt kommunizieren. Das gibt, also solche Dinge gibt es schon. Und das andere, ehrlich gesagt, ich glaube, da steigt der Aktienwert, indem alle darüber Bescheid wissen. Also das ist wirklich die Erkenntnis, die wir aus den letzten, wie lange machen wir es, 5,5 Jahren ungefähr haben. Es gibt, also wir haben schon eine strategische Initiative dabei gehabt, wo man wirklich gesagt hat, aus bestimmten Gründen kann die jetzt nicht diese volle Transparenz erleben. Aber das ist ehrlich gesagt relativ selten. Es passieren viele Dinge in Unternehmen, da wird aus falsch gedachter Geheimnistuerei nicht drüber informiert und dadurch gehen viele Dinge schief. Und aus Macht. Und natürlich Macht. Wir haben es ja heute Morgen gehört, eigentlich ist Wissen Macht gewesen. Aber wenn ich ans Gesamtunternehmen denke, also unsere Erfahrung, sowohl in DAX-Unternehmen als auch in mittelständischen Unternehmen, es gibt ganz selten Dinge, die nicht kommuniziert werden sollten. Was sind das für Dinge? Ja, wenn es tatsächlich. Das können manchmal Personalthemen sein, muss man einfach sagen, wo erstmal ein bestimmter Reifegrad sein muss, weil man ansonsten das Unternehmen ziemlich durcheinander bringt. Wir haben selbst ein Unternehmen erlebt, also zum Beispiel ganz heikel ist ja so ein Thema Standortfragen. Mhm. Also werden Standorte geschlossen, aufgemacht und so weiter. Selbst das haben wir in so einem Prozess, den wir begleitet haben, das wurde sehr transparent begleitet. Aber eben also nicht vielleicht die ersten Termine und schon über. Ersten zwei, drei Termine eben nicht. Aber dann wurde auch, als die Entscheidung noch nicht da war, trotzdem sehr transparent damit umgegangen. Ich habe oft erlebt, in meiner Führungsrolle noch M&A-Gespräche. Mhm. Ja, passiert dauernd vor dem Konzernumfeld. Und wir haben natürlich das Problem, ja, ich darf es nicht wissen. Ja. Aber jetzt müssen wir nochmal unterscheiden, damit wir die Methode auch richtig verstehen. Ich habe zu M&A vielleicht hier ein bestimmtes Ziel. Ich habe eine bestimmte strategische Initiative, aber nicht jede Acquisition, die ich mache, muss zwingend eine strategische Initiative. Es gibt ja auch eine operative Arbeit daneben. Das ist ja auch oft so, dass das miteinander Hand in Hand geht, wenn man es vorbereitet. Ja. Die Organisation daraus ergibt und so weiter.
aber wir sollten nicht an den Extremas die Methode diskutieren. Die gibt es, deshalb, also ich will gar nicht ausschließen, dass es Dinge mal gibt, wo man nicht transparent macht. Aber ich behaupte einfach mal, dass viele Dinge in Unternehmen nicht transparent gemacht werden, obwohl sie nicht schädigend wären, sondern eher zielführend wären. Also das Nicht-Sagen, warum entsteht Flurfunk? Weil ich nicht kommuniziert habe. Aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht immer schlecht heißen. Also deshalb, Sie werden staunen, was diese Transparenz aus den Leuten macht. Sie werden staunen, was das für Energien auch freisetzt. Auch ehrlich gesagt, was manchmal zu den Führungskräften zurückkommt, wo die plötzlich sagen, ich bin eigentlich fast ein bisschen überfordert, wie die Leute plötzlich ein Involvement haben und mitmachen wollen. Ich kriege das gar nicht so gesteuert, wie ich das so aus der Vergangenheit kenne. Ja, weil, und das ist ja so ein Wert, und nicht falsch gesagt, das ist ja ein Wert, den wir heute Morgen auch gehört haben, dieses, ich will an etwas Sinnvollem teilhaben. Ich verstehe, wo der Zug hingeht und ich bin Teil davon und ich kann einen Teil dazu beitragen. Das ist unheimlich wichtig für Mitarbeiter und dafür braucht es eben auch Transparenz. Ich setze nochmal an den Punkt Transparenz und Meetings genau hier auf, weil das, was eben auch nochmal sehr, sehr wichtig ist, ist tatsächlich auch das aktive Hinterfragen und sich transparent machen, in welcher Situation man tatsächlich ist. Warum funktioniert die Umsetzung der Strategie häufig nicht? Natürlich aus Führungsgründen, wie gerade beschrieben, natürlich auch aus Gründen, dass man vielleicht falsch oder nicht priorisiert hat, dass man die Strategie immer so als Nebenkriegsschauplatz sieht, neben dem operativen Geschäft. Aber einer der wesentlichen Faktoren, und das ist ein bisschen an diesem gerade beschriebenen dritten Punkt, ist auch, dass man es meistens nicht hinbekommt, dass man einfach auch wirklich die Ressourcen freigeschaufelt bekommt. Warum ist das so? Weil da immer solche Gräben dazwischen sind, weil man eigentlich gar nicht weiß, was machen denn die Mitarbeiter eigentlich, womit sind die denn tatsächlich eigentlich beschäftigt, was ist das, was sie zu 150% auslastet und das auch gar nicht ankommt bei bestimmten Führungskräften in bestimmten Gremien. Deswegen ist auch sicherlich einer der wesentlichen Faktoren, dass man zum einen mal top-down, aber auch miteinander die strategischen Ziele so fast miteinander bespricht, kommuniziert, sich reibt an diesen Themen, bis sie klar sind, aber auf der anderen Seite sehr, sehr bewusst miteinander plant und sich auch da aktives Hinterfragen in diesen Terminen, in der Kommunikation, die stattfindet, sehr, sehr detailliert, ehrlich gesagt, auch als Führungskraft in einer höheren Ebene mit den tatsächlichen Ressourcen und dem, was wirklich operativ passiert, befassen muss. Weil ich kann einfach nicht mich hinsetzen als Führungskraft und sagen, diese 5 Initiativen mache ich jetzt und dem gebe ich jetzt ein Budget von so und so viel 1000 Tagen, wenn ich nicht tatsächlich weiß, wie viel wirklich zur Verfügung ist. Je größer, je skalierter wir solche Organisationen natürlich haben, desto mehr brauche ich auch da wieder einen Prozess, einen Mechanismus, wo dann auch ankommt in den Terminen, wie viel habe ich denn wirklich zur Verfügung. Aber in den wenigsten Unternehmen, das ist unsere Erfahrung, passiert dieses Matchen eigentlich. Was habe ich wirklich zur Verfügung und wo will ich irgendwie hin? Deswegen ist das auch einer der wesentlichen Faktoren, die da stattfinden in Terminen. Und ich versuche es einfach mal so in so ein paar Beispielen vielleicht zu sagen, soweit man es zumindest lesen kann. Da gehe ich aber auch über den Terminzyklus hinweg nochmal in die Strategy Map rein. Man kann es nicht lesen, aber ich erzähle es einfach. Um nochmal zu sagen, auf welcher Ebene bleiben wir denn da stehen? Wir haben noch nicht drüber wir haben zwar darüber gesprochen, was passiert und das Ziel und der Zweck ist. Bei der tatsächlichen Formulierung von strategischen Initiativen, aber ich glaube, man kann sich es wahrscheinlich noch nicht vorstellen, welche Güte denn so eine strategische Initiative tatsächlich hat. Wir kennen wahrscheinlich alle strategische Initiativen, die auf der Ebene unterwegs sind. Also ich sage mal, wir wollen Ziel, wir wollen Marktführer werden in einem bestimmten Bereich, haben dabei bestimmte Branchen als Fokus. Und jetzt gibt es so ein strategisches Ziel klassischerweise, wir wollen das Produkt einführen, das Produkt XYZ. Das ist halt leider an vielen Stellen sehr, sehr schwerfällig, langatmig. Das ist kann ich irgendwo auf einen Flipchart schreiben letzten Endes als Geschäftsführer, aber da ist nichts dahinter. Keiner weiß, wie soll ich das machen, mit welchen Ressourcen, wie würde ich denn im Wettbewerb agieren, was ist mein erster Schritt? Also wenn ich jetzt als Hauptabteilungsleiter zu einem bestimmten Thema mit dieser Aufgabe rausgehe, habe ich ja keine Ahnung, was ich, außer ich
sagen wir mal, habe so ein paar Methoden oder habe es schon dreimal gemacht. Ich weiß eigentlich nicht, wie ich das machen muss. Deswegen, das, was anders ist und wo man sich auch aus dem Scrum heraus die Methode adaptiert hat, ist, dass man dieses Riesenthema kleinschneidet. Dass man es kleinschneidet und anpasst auf die vorher genannte Zeitschiene. Dass man wirklich sagt, was wäre denn so ein erster Schritt, den wir machen müssen? Ich muss vielleicht erstmal nochmal eine Marktanalyse machen. Ich muss den Kunden bei mir einbinden. Ich muss tatsächlich jetzt mal gucken, sind wir denn da richtig unterwegs mit dem, was wir wollen? Und wenn wir das wissen, dann setzen wir uns wieder zusammen und dann überlegen wir, ob wir überhaupt noch richtig unterwegs sind. Also ein ganz klein geschnittener Anteil dieses Ganzen, den ich mir aus vielen verschiedenen Themen raushole. Und wenn ich auf der Ebene unterwegs bin, das kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, wo ich eigentlich ein konkretes To-Do habe in einem großen strategischen Ziel, dann tue ich mir natürlich einfacher zu sagen, wen brauche ich dazu, welche Ressourcen brauche ich dazu, wie kann ich das tatsächlich umsetzen bei mir, kann ich mir vorstellen, dass wir diesen ersten kleinen Schritt schaffen. Das ist eine andere Güte, als wenn ich diese High-Level formulierten strategischen Initiativen bei mir im Unternehmen habe. Das ist so vielleicht nochmal als letztes Methodenwerkzeug einer der wesentlichen Dinge, kleinschneiden, fassbar machen, verständlich machen, was da anders ist in dieser Methode. Vielleicht damit man sich jetzt mal nochmal zu den Terminen zurück, damit man sich das mal irgendwie vorstellen kann, wie sich das anfühlen könnte, wenn ein Geschäftsführer, Vorstand und Führungskräfte vor dem Team stehen und wir in so einer, sagen wir, in so einer Welt sind, wo dann Mitarbeiter von verschiedenen Standorten zuhören, haben wir einfach nochmal ein Video, dass man, das ist jetzt mal ein Video von dem vorher genannten Softwareunternehmen, wo wir netterweise mal ein Stand-up filmen durften. Leipzig, Norden im Netz und hier in Dresden. Herzlich willkommen zu unserem Saxonia Stand-Up. Vorgehen zur Bewertung von Software-Systemen. Microsoft, Bewertung von letzten präsentiert haben, haben wir irgendwie gemerkt, dass das Thema. Und Saxonia war auch glaube ich, was sie erwartet haben. Das ganze Team ist ja. Berliner? Die Münchner, habt ihr noch Fragen? Okay. Danke. Einen schönen sonnigen Tag. Ja, euch einen schönen sonnigen Tag und ein schönes Wochenende. Ja. Ich assistiere mal. Also wenn das
Alles klar. Na? Und man sieht vielleicht auch schon, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber so einer der wesentlichen Aspekte dabei, wenn ich mich alle zwei Wochen hinstelle, wir haben vorher über den Pranger gesprochen, es geht eigentlich überhaupt nicht um den Pranger, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass man als Führungskraft vermittelt, alle zwei Wochen, alle kurzen Zeitabstände mal, Mensch, wir haben wieder was geschafft. Da ist was, wir haben die letzten zwei Wochen folgende Aktivitäten gemacht, das haben wir geschafft. Da war vielleicht ein bestimmtes Team beteiligt, die werden auch nochmal rausgehoben, Erfolge feiern. Das ist letzten Endes das. Spaß haben, Erfolge feiern, was einer der wesentlichen Faktoren dabei auch ist. Und deswegen, das ist etwas, das kriegt man durch keine Methode hin. Das passiert nur durch das tatsächliche Stattfinden. Also durch das, just do it, sagt man ja bei Nike immer. Also durch das, dass man die Dinge auch wirklich so klein geschnitten hat, dass man auch Erfolge alle kurzen Zeitabstände haben kann. Ich gehe mal wieder rein. Sekunde, Moment. Vielleicht sagst du noch mal abschließend zum. Genau, ja, da können wir, glaube ich, ja, ich bin nicht an der Stelle unterwegs jetzt, genau. Genau, vielleicht einfach nur noch mal, um es abzurunden an der Stelle. Das ist einfach die Kernaspekte der agilen Unternehmensführung, woraus die eigentlich bestehen. Wir haben gesagt, zum einen das Thema Transparenz. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt weiß ich, und ich habe das auch für mein Unternehmen vorneweg gesagt, Mensch, wir haben ja Transparenz über alles. Aber als wir dann darüber diskutiert haben und alle Mitarbeiter mal sagen konnten, Mensch, warum haben wir eigentlich die und die Informationen nicht und so weiter, wurde auch mir persönlich in meinem Unternehmen, und genauso erleben wir das, ob jetzt DAX-Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, dass Informationen, die nicht immer Geheimnisse betreffen, dass die einfach nicht bei den Mitarbeitern sind und dadurch auch, ich sag mal, gar nicht immer diese Energie freigesetzt wird, die da ist, wenn man merkt, man ist ein Teil davon, man sieht, dass Dinge vorangehen, man sieht auch mal, dass Dinge schief gehen und man kann auch offen darüber sprechen. Ganz wichtig und vielleicht nochmal gesagt, jetzt könnten Sie ja denken, Mensch, das können die irgendwie ein Unternehmen machen, so Start-up-Unternehmen und so weiter. Wichtig ist zu diesen Werten, dass es eine Entwicklung ist. Das fängt, man muss irgendwann einfach anfangen. Wir wissen das chinesische Sprichwort, auch eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Man muss einfach den ersten Schritt machen und dann immer wieder lernen. Ja? Und deshalb, man ist nicht sofort transparent. Ja? Und dann gibt es auch Diskussionen, egal in Unternehmen welcher Größe, wie viel Transparenz ist denn notwendig? Dann sagen irgendwann auch welche Menschen, ich werde zugeschüttet mit Informationen in der Zwischenzeit. Ihr stresst mich mit eurer Transparenz. Ja, aber immer wieder daran denken, ich probiere Dinge aus, ich kann miteinander reflektieren, bringt das etwas, was bringt mich vorwärts und welche Dinge stoppen mich auch eher. Das Thema Eigenverantwortung ist ganz wichtig. Also das, wenn ich, egal ob ich jetzt so eine strategische Initiative übernehme, ob ich im Strategie-Meeting bin, ob ich innerhalb des Unternehmens bin und bei solchen Themen mitarbeite, es muss einfach eine Eigenverantwortung, eine Identifikation da sein. Und die kommt natürlich, wenn ich nicht nur mit einer Aufgabe belegt werde, sondern wenn ich da auch einen Freiraum habe, auch eine Kreativität dazu. Ganz wichtig, weil wir in Deutschland sind, das Thema Fehlerkultur. Ich weiß aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre, dass es unheimlich viele Unternehmen gibt, wo eher bei Fehlern gefragt wird, wer war es, als zu sagen, wie kriegen wir es gelöst. Das ist einfach gar nicht, ich will das gar nicht wertend sagen, sondern das ist einfach eine Kultur. Und die wird sich nicht ruckartig in einem Unternehmen ändern. Aber es müssen einfach Fehler zulässig sein. Wenn das nicht möglich ist, sage ich ganz offen, dann wird so ein Prozess nicht funktionieren. Wenn jeder kein Risiko eingehen möchte, dann funktioniert es nicht. Und zum Risiko gehört auch immer, das wissen nicht nur Unternehmer, gehört auch immer, dass auch mal ein Fehler gemacht werden kann und dass auch mal was schiefgehen kann.
Das heißt natürlich nicht, dass ich mich da als wert es empfinde, dass ich dauernd irgendwelche Misserfolge habe. Aber sie müssen auch mal möglich sein. Und es ist einfach das Thema Respekt und Toleranz. Und wenn wir uns diese Dinge anschauen, die dieser Prozess bedingt, und wenn wir noch mal kurz an den Vortrag von der Frau Professor Sackmann zurückdenken, dann sind das natürlich Themen, die wir auch gehört haben, was ein Mitarbeiter sich auch wünscht, ja, was zu diesen Werten dazugehört und wo man sagen kann, ein Teil von diesen Dingen kann man in so einer Art der Unternehmensführung auch umsetzen, als Prozess. Ich sage es immer wieder als Prozess. Unsere Erfahrung ist, in Unternehmen, wo wir reingehen und wo wir diesen Prozess etablieren, es braucht 1,5 bis 2 Jahre, bis man wirklich in so einen eingeschwungenen Prozess kommt. Ja? Bis diese Organisation sich selber steuert, also diesen Prozess auch selber steuert und wo man merkt, jetzt gehen wirklich Kulturänderungen, jetzt werden die langsam spürbarer. Also ich will damit sagen, faktisch kann man vorher schon Erfolge erzielen, aber bis man dort mehr in Richtung Etablieren des Themas kommt, es braucht einfach seine Zeit. Wo wolltest du hin zum Spiel? Genau. Deshalb, wir klicken mal über ein paar Sachen drüber. Da die Zeit fortgeschritten ist und Sie auch noch ein paar Fragen gerne uns stellen können und einfach sagen können, wie viel Sinn macht das überhaupt, was wir Ihnen hier erzählt haben, komme ich zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir sind begeistert von dem, was wir tun. Und wir sind auch völlig überzeugt davon, nicht nur, weil wir es theoretisch sinnvoll finden, sondern weil wir es praktisch auch immer wieder bei unseren Kunden erfahren und immer wieder mit nachhaltigem Erfolg. Und ich kann nur sagen, jeder kann unter anderem auch die Saxonia Systems sich anschauen, die so das erste Unternehmen waren, wo wir das ja getan haben, dass die in den letzten 7 Jahren wirklich deutlich nachhaltigen Erfolg hatten. Jetzt sind wir immer mit Begeisterung unterwegs, aber wir haben manchmal festgestellt, es ist unheimlich schwer, diese Methode dann so rüber zu bekommen. Und wir haben ja gesagt, es soll auch Spaß machen. Und da haben wir gesagt, eigentlich Unternehmensberatungen sind ja nicht dafür bekannt, dass die Gesellschaftsspiele entwickeln. Aber wir haben gesagt, wir entwickeln einfach mal ein Gesellschaftsspiel. Das nennt sich Be Stragile. Das ist eigentlich mehr so ein Sprachfehler, weil jemand agile Strategie sagen wollte und das irgendwie und hat dann Stragile gesagt. Und wir haben das mal als Titel für dieses Spiel genommen. Wir haben diese Methode einfach mal in einem Gesellschaftsspiel verarbeitet und benutzen das heute in unseren Beratungsprozessen, um mit den Strategieteams oder Mitarbeitern des Kunden das auch zu spielen. Wir haben sogar schon mal einen Spieleabend gehabt. Da wurden, ich glaube, an 8 Tischen parallel gespielt, um den Spaß einmal auch hervorzuheben, den Strategie plötzlich machen kann und auch noch mal so ein bisschen mehr intuitiver es erleben zu lassen, wie funktioniert diese Methode eigentlich. Und deshalb, das wollten wir Ihnen kurz zeigen. Wir haben da auch ein ganz kurzes Video noch mal dazu, was hoffentlich auch funktioniert. Und danach sind Sie dann dran, auch gerne Fragen, auch gerne kritische Fragen zu stellen. So viel zum Thema Digitalisierung. Ja. Das alte Video mag was? Nicht weg. Das ist mein okay. Problem. Wie kriege ich das jetzt rüber? Oh, was ist denn los? Gut, dann lassen wir es lieber. Nee, geht nicht. Sorry. Ah, doch, oder? Ja. Nee, ich krieg das nicht weg. Okay, gut. Also kein Video, vielleicht können wir es nachher während der Pause zeigen. Ja. Aber genau. Sie haben bitte die Möglichkeit, uns noch Fragen zu stellen. Also was erstmal, ich finde das keine Frage, sondern ich finde das cool mit diesem Spiel, weil es geht ja auch immer darum, wie bleiben Themen in den Köpfen und ich glaube, man hat immer einen guten Weg, wenn man es mal ein bisschen anders macht. Ne? Und auch mit Spaß an der Sache wollte ich erstmal loswerden, aber ich habe auch noch eine Frage. Dieses Thema Transparenz. Ja. Und Sie haben es eben schon angedeutet, es ist total schwierig, so diese Balance zu finden zwischen zu viel Kommunikation, zu wenig. Die Leute nerven, die Leute haben Informationsflut, gerade auch durch diese digitale Welt. Ja? Also man weiß gar nicht mehr, wo man eigentlich ansetzen soll und sich die Zeit nehmen kann, dafür, dass sich alles
hören und zu lesen. Was für einen Weg empfehlen Sie da, diese Balance hinzubekommen? Also ehrlich gesagt, der Weg ist im Grunde genommen gegebenenfalls sogar erstmal zu viel zur Verfügung zu stellen. Und dafür sind ja diese Retros genau da, dass ich irgendwie sagen kann, wir kriegen jetzt alle möglichen Informationen, ja, und dann auch zu sagen, es ist irgendwo zu viel, was brauchen wir eigentlich nicht mehr. Es gibt nicht dieses, dass wir in Patentrezept sagen können, also wo schwingt man sofort ein. Es ist eine Einschwingphase. Aber ich sage a priori, haben die meisten erstmal zu wenig Transparenz. Also deshalb erstmal mehr raus und dann nachjustieren. Ich greife vielleicht mal den Punkt nochmal auf. Es geht vor allem darum zu sagen, was brauchen wir denn wirklich? Und diese Frage zu stellen, das ist halt auch wieder was man erstmal tun muss. Also nicht sich vielleicht sehr kompliziert Gedanken zu machen, was ist das Richtige, in welcher Form mache ich das tatsächlich? Einfach mal anfangen und dann aber, und das ist so ein bisschen das, was der Prozess auch schon aufmacht zumindest, sehr, sehr kontinuierlich auch zur Kommunikation und zur Transparenz zu fragen, passt das so, ist das das, was wir brauchen, damit wir die Ziele erreichen, damit wir aber auch alle miteinander zu den richtigen Dingen informiert sind. Und da soll und muss dann unbedingt auch mal die Frage gestellt werden, was brauchen wir denn vielleicht nicht mehr, was müssen wir weglassen? Also ich glaube, dass in vielen Organisationen, das haben wir bei uns auch so festgestellt, die Frage einfach nicht gestellt wird, dass man bestimmte Dinge tut, das erstmal so ein Gerüst aufbaut, Kommunikationskonzept, wie mache ich das jetzt, aber einfach dann nicht hinterfragt, ist es das Richtige, müssen wir es anders machen, sind es die richtigen Ebenen, ist es die richtige Zeitschiene, wann bestimmte Dinge informiert werden. Da wird nicht drüber gesprochen und das ist, glaube ich, auch genauso wie zu vielen anderen Dingen, Fragen. Brauchst du mehr? Brauchst du was anderes? Ist es genau die Art und Weise, wie wir miteinander, das ist ja auch jede Organisation unterschiedlich, wie wir miteinander kommunizieren wollen? Man kann oft am Anfang auch erstmal fragen, was gibt es denn für Themen, die irgendwie so unter der Decke sind, worüber nicht informiert wird? Und die Informationen stellen wir mal zur Verfügung. Haben wir, das ist ein Prozess, der dann auch mit den Führungskräften erstmal manchmal ein Kampf ist, weil als erstes erstmal gesagt wird, da sind irgendwie so Geheimhaltungspflichtige und so weiter. Und da muss man sich das genau anschauen. Deshalb nicht, vielleicht, ich ziehe noch mal so ein Stück die Antwort von davor von mir zurück, nicht alles Mögliche rauswerfen, aber einfach mal zu schauen, was könnten denn für Dinge sein. Und ich behaupte, ich kann in jede Organisation gehen und fragen, was hättest du denn gerne für Informationen? Und da kommen so auch da priorisiert wichtige Sachen raus, die irgendwie fehlen. Offenheit, genau. Also ja. da sage ich einfach, Offenheit fängt von oben an, indem diejenigen, der Vorstand stellt sich dahin alle 14 Tage und spricht darüber, stellt sich auch kritischen Fragen, die ohne weiteres kommen. Und dazu zeigen, ich öffne mich, ich als Führungskraft öffne mich. Und du kannst mir auch Fragen stellen, die mir vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Ja. Und, entwickelt sich. Vielleicht ganz kurz, ich muss das vielleicht so ein bisschen plastisch machen, auch wenn Sie in so einem Termin sind. Man merkt doch auch, wenn gerade so die Situation ist, da wird über etwas nicht gesprochen. Da braucht es einfach jemanden, der da reingeht, der eine Frage stellt und sagt, hat da jemand ein Problem damit, mit dem, was gerade diskutiert wurde? Oder man merkt auch manchmal, irgendwie gucken alle einen so an und denken, ich habe keine Ahnung, was der da redet, aber wir sagen jetzt einfach mal, ja, machen wir. Die Situation kennt man vielleicht auch, wenn man sowas merkt, das merkt man einfach auch in solchen Terminen. Fragen stellen, haben das jetzt wirklich alle verstanden? Wissen alle, was sie als nächsten Schritt zu tun haben? Sie brauchen jemanden, Thema Rolle, Sie brauchen jemanden, der im Unternehmen mit diesen Führungskräften arbeitet. Also ich glaube, dass hier viele Rollen sind, die sowas wahrscheinlich bei Ihnen im Unternehmen auch selber durchführen würden. Ja. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, der stattfindet. Ich glaube, Sie haben, Sie waren... Erst. Das sind, also wir sagen wir mal so, in dem Prozess treten solche Dinge natürlich zutage, wo wir dann, wenn wir beim Kunden sind, also weil wir bieten jetzt selber keine solchen Coachings an, dann einfach sagen, da
gehen irgendwie Sachen los bei jemandem zum Beispiel, der bräuchte wahrscheinlich eine Unterstützung. Aber also ohne weiteres ja, solche Dinge braucht es dabei. Wenn Sie jetzt nach einem ganz bestimmten Coaching fragen, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern eher situationsbedingt, wo man irgendwie merkt, Mensch, da das eine ist das Faktische, was Frau Meiler gerade angesprochen hat, da wird über Dinge nicht gesprochen, aber man merkt manchmal auch, wenn sich Leute bewusst zurücknehmen oder wenn man irgendwie denkt, Mensch, wenn ich unter vier Augen mit dem spreche, dann ganz tolle Ideen, so wie er in dem Kreis drin ist, Zurückhaltung, da sind irgendwelche Themen. Also Sie brauchen anfangs keine perfekte Führungskraft. Sie brauchen grundsätzlich eine Offenheit. Eine Offenheit von der Person, die tatsächlich, von den Personen, die ganz oben stehen. Und dann entwickeln sich die Dinge. Und ganz ehrlich, also um auch mal einen ganz offenen negativen Faktor dazu zu sagen, wir haben auch schon erlebt, in Organisationen erleben wir sehr häufig, dass gerade in solchen Führungsteams dann manchmal bestimmte Personen im Laufe der Zeit, obwohl sie vorher faktisch super ins Unternehmen gepasst haben, nicht mehr zu diesem Stil passen. Weil man einfach, das ist so, weil sie einfach nicht in großen Organisationen alle Personen, wenn der Kopf sagt, wir machen das, ich bin offen und ich treibe das. Das ist so die wesentliche Voraussetzung. Wenn die Köpfe sagen, ich treibe das bei mir im Unternehmen, dann gibt es einfach viele, die sagen, das ist aber nicht meine Art und Weise, wie ich das machen möchte. Das ist ziemlich, das kann man sich vielleicht vorstellen, das ist relativ Anti-Macht. Empowerment. Das ist, das fördert sehr stark Teams, das fördert überhaupt nicht Einzelpersonen, das fördert Einzelpersonen in ihrer Entwicklung, aber das fördert nicht Einzelpersonen in ihrem Machtgefüge im Unternehmen. Und das ist natürlich schon eine... Deshalb würde ich es anders sagen. Ich finde das gar nicht negativ. Ja, nee, auch nicht. Ich würde es einfach anders nennen. Diese Art der Führung zieht bestimmte Leute an, aber stößt auch bestimmte Leute ab. Ja, genau. Und das ist aber ein normaler Prozess dann letztlich. Ja. Der dann das Scrum Master agieren, der genau weiß, okay, das ist zum Beispiel ein Issue, Backlog Owner, nehmen die Führungskräfte geschlossene Verhandlungen, ist das einer. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Prozess. Ja. Dass ich wirklich, und dann sehe ich ja auch solche Befindlichkeiten, wie kann ich die steuern, wie kann ich die beheben. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache, dass man das einführt, dass dann genau. Übergeben werden kann, ja, dass das Unternehmen das gewohnt ist, auch der dann das Master dann auch sagt, ja, lieber Vorstand oder lieber Geschäftsführer, ihr müsst doch jetzt dann mal entscheiden, beim Backlog-Item das rein oder raus. Ja. Ich glaube, das ist Das Wichtige bei diesen agilen Prozessen, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, das mussten wir auch erstmal lernen. Wir haben uns wahnsinnig viele Organisationen angeschaut, die so von sich sagen, wir sind agil, wir sind eine sehr agile Organisation. Und es war immer ein Punkt bei denen, wo es wirklich funktioniert hat, wo die Leute alle zufrieden waren und wo man aber auch einen guten Impact in den Markt hatte, der bei allen gleich war. Es war eine unglaubliche Stringenz dahinter. Man denkt nämlich immer, naja, das ist alles so bunt und toll, also wie gesagt, die Sitzsäcke von vorher, alles neue Arbeitswelten, wir haben unsere bunten Eier und die Rutsche, die irgendwo von unten vom ersten Stock in den Keller geht, schaut alles super aus, ist alles easy und locker. Und am Ende des Tages, wenn man mal dahinter schaut, was tatsächlich in diesen echten agilen Methoden passiert, ist es eine wahnsinnige Stringenz. Sie haben ganz klar verteilte Rollen, sie haben eine unglaubliche Kontinuität in dem, wie man bestimmte Dinge bespricht, und das habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen sehr strikt gesagt, aber das sind zumindest ein paar Methoden oder ein paar Denkansätze, so muss ich vielleicht sagen, die sicherlich auch in diesen Ansatz reinfließen müssen, weil Strategie etwas ist, was ich, wenn ich es schaffen möchte, es so operativ ins Geschäft zu integrieren, dann muss ich halt auch stringent und kontinuierlich dran arbeiten, und dann frage ich auch kontinuierlich stringent bestimmte Fragen, damit ich auf Antworten komme. Das passiert in den wenigsten Organisationen einfach so. Und ich sage nochmal verstärkend, es ist einfach das Thema Konsequenz. Ja, Konsequenz. Im ganz positiven Sinne, bei uns heißt Konsequenz ist immer so komisch negativ, sondern seinen Weg konsequent gehen. Das ist haben wir in allen diesen Unternehmen immer wieder erlebt. Mit allem Spaß und so weiter. Und Konsequenz muss auch nicht weniger Spaß heißen, aber ist das, was man tut, mit Begeisterung und mit Konsequenz tun. Da war erst eine Frage, sorry, dann würde ich. Achso. Ich war erst, nee, waren Sie doch mal, glaube ich, ne? Okay. Sorry. Ja, Entschuldigung. Ja. Thema Accountability. Wie entwickelt sich das? Also Sie müssen vielleicht ein bisschen sagen, was Sie genau damit meinen. Wie entwickelt sich die Accountability? Wer bleibt accountable?
Ja. Laufe des Prozesses und ja. Welche Umwege kann das nehmen? Also ich sage mal, alle möglichen. Weil am Ende des, ja, dadurch, dass man sich, nochmal, dass man sich so kontinuierlich hinterfragt, können Rollen irgendwann wechseln im Laufe des Prozesses, können damit auch die Verantwortung wechseln, können Aufgaben wechseln. Also aber vielleicht nochmal gesagt, das Strategieteam, ja, was wir da auch ja. gesehen haben, das übernimmt erstmal die erste und Hauptverantwortung. Ja, das auf alle Fälle. Bleibt im Laufe des Prozesses oder kann es sich verändern? Das kann sich verändern. Das Strategieteam kann sich auch in der Zusammensetzung verändern während der Zeit. Aber das entscheidet das Team. Aber dieses Team ja. ist das, dieses Team entscheidet am Ende des Tages. Wir haben ja, Sie haben vorhin auch von den Voraussetzungen gesprochen, die vorhanden sein müssen, damit man diesen Prozess eben starten kann. Ja. Mhm. Den Prozess von Seite hier starten. Und wir haben von Offenheit gesprochen. Das ist erstmal da mein. Schreibt ja das Wollen. Mhm. Gehört aber auch das Können dazu. Und Können ist natürlich Energie. Ja? Mhm. Die Energie, die Veränderungen dann auch umsetzen können. Ich kann mir unheimlich gut vorstellen, dass Sie wahnsinnig viel Energie reinbringen, weil Sie beide sehr sind. Und das deswegen gut funktioniert, dass sie so einen Stein ins Rollen bringen, aber es braucht auch diese Jüngeren, glaube ich, habe das oft gesehen, die auf CEO-Positionen gesetzt werden, eine Menge neue Energien wollen und so weiter im Unternehmen auch initiieren, weil sie selber sehr energetisch sind. Sehen Sie das auch? Also ich sag mal, wenn Sie von unserer Energie sprechen, dann sehen wir uns eher als Impulsgeber des Systems. Ich glaube, es setzt unheimlich viel, oder das erleben wir auch, es setzt unheimlich viel Energie frei, wenn man mal darüber spricht, wie man zusammenarbeitet. Und wenn wir über diese Retro sprechen, wir sind doch gewöhnt, immer nur faktisch zu sprechen. Ergebnis gebracht, Ergebnis nicht gebracht, wer hat die Probleme bereitet, was machen wir als Nächstes. Aber dann mal zu sagen, so, das haben wir jetzt geklärt, jetzt schieben wir das beiseite und jetzt sprechen wir mal miteinander, wie haben wir die Ergebnisse erreicht. Ja? Und was hat uns, und wenn der Moderator erstmal, aber das kann dann ohne weiteres jemand internes sein, auch mal sagt, was hat denn dir Spaß gemacht? Also mal so ein Stück auf diese emotionale Ebene geht und sagt, und was hat dich gesperrt oder wo hast du so einen Hals gehabt in der Diskussion oder beim Umsetzen oder wie auch immer. Dann sind wir plötzlich in einer Thematik, wo Offenheit gedeihen kann. Ja, und wo dann plötzlich nicht mehr Meiler oder Knechtel dabei sein müssen, sondern wo der Prozess sich selber trägt. Also wir sehen uns für solche Sachen als Impulsgeber, aber nicht als lebenslanger Psychotherapeut oder so. Jetzt war nur vorher hier eine Frage. Deswegen. Ich spiele da das Thema OKRs, also Objective und Key Results mit rein, was ja Google beispielsweise als Methodik nimmt, um sowohl die Strategie als auch von unten die Ziele der Mitarbeiter zusammenzubringen. Ja, das ist ja so dieses Bild, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, also eigentlich das klassische Unternehmensbildchen, ich habe oben eine Vision, ich habe da bestimmte Werte, die meine Ziele irgendwo prägen sollen oder die Erreichung der Ziele irgendwo prägen sollen. Das ist natürlich auch genauso, wie man die Frage stellen muss, was Sie vorher hatten, wie viel Kommunikation brauche ich, muss ich natürlich auch mir die Frage stellen als Unternehmen, muss das Führungsteam sich die Frage stellen, brauchen wir vielleicht so ein paar Key-Anker und wie viele brauchen wir denn davon, wo kriegen wir die her? Aber das ist etwas, was sich in den Unternehmen, die wir jetzt kennen, ganz unterschiedlich letzten Endes entwickelt. Also ich kann auch aus Erfahrung sagen, Sie können nicht einfach das gleiche Modell, sage ich jetzt mal, von dem einen ins andere Unternehmen pressen und sagen, die haben jetzt, also wir haben vorher sehr viel über Gore gehört, ich weiß, also kennen wir auch, ist auch ein Unternehmen, die da unterwegs sind, aber ich könnte Ihnen jetzt nochmal 10 andere aufzählen, die ganz anders ticken. Ich glaube, das Geheimrezept ist einfach nur zu sagen, es gibt vom Prinzip her gibt es sowas, ich kann sowas machen, ich kann mir auch KPIs setzen, wenn ich das brauche an verschiedenen Stellen. Die Frage ist halt immer, wo brauche ich es für mich als Unternehmen wirklich, womit arbeiten wir? Und das muss so ein Führungsteam auch miteinander beantworten. Also ich würde jetzt, also auch gerade nicht nur zu Objectives und Key Results, vor allem zu dem Thema KPIs gibt es da sicher, da werden wir immer gefragt, so jetzt haben wir diese eine Seite, aber das ist doch total wenig, jetzt müssen wir doch ganz viele KPIs definieren, wie wir denn da hinkommen. Das sagen wir auch immer, ja, natürlich gibt es Themen, wo man das vielleicht irgendwie braucht, damit man es seinen Mitarbeitern auch vermitteln kann. Das wollten wir, da stehen wir, das haben wir erreicht, aber eben nicht zu allem. Und genauso würde ich es da auch halten. Also es ist ein bisschen offen, die Antwort, aber am Ende, ja, weil Sie es, ich glaube einfach, Sie können das nicht von einem Unternehmen ins andere Unternehmen transferieren. Jetzt war vorher aber noch mal, ich weiß nicht, wer irgendwo war noch.
Ich habe es immer nicht im Blick. Sie waren es vorher, genau. Ja. Ja. Ist das für Sie das Gleiche oder ja. Das musst du erzählen. Ja. Sie haben uns jetzt total erwischt. Ehrlich gesagt, Sie haben uns erwischt. Wir haben Ihnen nur die Hälfte, der Geschichte erzählt, aus Zeitgründen. Nein, agile Unternehmensführung, davon ist ein Part und erstmal der initiale Part, die Strategie und die Strategieumsetzung. Dazu gehört aber auch, das war der zweite Teil, aber den haben wir aus Zeitgründen jetzt mal so ein bisschen geschoben, haben wir uns kurz abgesprochen, auch agile Organisationen. Also wie passen auch Organisationsformen dazu? Wie muss ich mich aufstellen? Also wir haben es heute auch bei dem ersten Vortrag so kurz gehört. Also da gehört noch allerhand mehr dazu. Ja. Wir machen das Gesamtpaket dabei. Der Kunde sucht sich manchmal auch erstmal Einzelpakete raus. Oder, also was wir jetzt eben auch in den meisten Fällen tun, dass wir erstmal über die agile Strategieentwicklung, weil wir einfach der Meinung sind, von oben gekehrt wird die Treppe, dass wir damit anfangen, um dann die anderen Dinge zu entwickeln. Aber vielleicht tatsächlich, also wir wollen auch überhaupt nicht so werbend wirken, wie das vielleicht irgendwie rüberkommt. Also da muss ich vielleicht noch mal ein Wort nämlich auch sagen zu diesem Thema agile Unternehmensführung, weil das hat sich nämlich bei uns auch entwickelt. Wir haben tatsächlich vorher dieses Thema, diese Methode auch genannt, der agile Strategieprozess, und haben dann über die Erfahrungen, die wir gemacht haben, bei uns in den Unternehmen gemerkt, ehrlich gesagt, da geht es nicht nur um eine Methode zum agilen Strategieprozess, zur Strategieentwicklung und Umsetzung, da geht es eigentlich um die Art und Weise, wie ich das Unternehmen führe. Deswegen haben wir das dann auch umbenannt, ehrlich gesagt, und haben gesagt, das ist eine Philosophie, eine Denkweise, die da dahinter steht und gar nicht unbedingt nur eine Boston Consulting Matrix, wo sie irgendeinen bestimmten Stempel drauf stellen können. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und nach 2010 und als wir damit begonnen haben und dann auch eingeführt haben, war dann eine organische Folge einfach, dass alle gesagt haben, okay, das haben wir jetzt, haben wir verstanden, aber jetzt haben wir unsere streng hierarchische Organisation, jetzt ist das eigentlich als nächstes irgendwie dieses Thema, wir müssen unsere Organisation nochmal anders aufstellen. Und da hat sich bei uns dann auch mehr dieses Thema entwickelt. Also das ist dann über die Jahre im Grunde genommen gewachsen zu der dann auch Gesamtthematik agile Unternehmensführung. Ja, und da gehören noch mehr Aspekte dazu. Und es gab auch tatsächlich, es war wirklich auch aus dem Kundenumfeld heraus, weil die Unternehmen, die, also wo wir das Glück hatten, dass der Kopf, sagen wir mal, so offen war und gesagt hat, Mensch, ich probiere sowas bei mir aus, ich führe das ein, und sich bestimmte Dinge auch entwickelt haben in der Organisation, Veränderungen in Personen, in Inhalten und so weiter, wo die dann eigentlich per se von sich aus dann gesagt haben, jetzt arbeiten wir aber anders zusammen, jetzt will ich das aber nicht nur immer dreimal im Jahr machen, sondern eigentlich will ich das jeden Tag so machen. Ich will eigentlich diese Gedanken, diese Art und Weise, dass wir miteinander mal reflektieren, dass wir Dinge klein schneiden, sie fassbar machen. Ich will das bei mir auch im ganz normalen operativen Arbeitsalltag erleben. Und da kam eben dann auch dieses Thema raus, naja, okay, wie organisiert man sowas denn? Welche neuen Wege gibt es dabei? Also alle diese Dinge, die vorher die Frau Professor Sagmann angeschnitten hat, da gibt es ja heute auch unter dem Fokus agile Organisation wieder Methoden, aber es sind letzten Endes ja nur immer Ansätze, wo ich mir rausgreifen kann, so ein paar Gedanken und sagen kann, das passt jetzt gerade zu uns, das können wir so umsetzen.